Hallo und willkommen aus der Johan Cruyff Arena in Amsterdam. Das ist hier die größte Großraumdisco in Amsterdam gerade. Und wenn ich mich so umschaue hier, dann stelle ich fest, Orange ist die Lieblingsfarbe der niederländischen Fans. Das ist keine neue Feststellung. 55.000 Zuschauer sind hier und 53.200 tragen irgendwas, was orange schimmert. Das kann man festhalten. Die 1.800 Fans, die aus Deutschland da sind, sind gut daran zu erkennen, dass sie gerade links von uns entfernt, wenn wir da in die Kurve gucken, ihre schwarz-rot-goldenen Fahnen schwenken und überwiegend weiße Trikots der deutschen Fußballnationalmannschaft tragen. Hinter uns liegt ein wundervoller Tag hier. Sommerhafte Temperaturen am 13. Oktober, noch immer 22 Grad. Mein Kollege Jens-Jürg Rieck, der sitzt hier im T-Shirt neben mir. Jens-Jürg, wenn das Spiel so gut wie das Wetter wird, dann sehen wir heute, glaube ich, ein 4:4. Das wäre sehr schön, oder noch besser vielleicht sogar ein 5:4 für die deutsche Mannschaft. Denn in dieser Gruppenkonstellation mit 1, 2 und 3, es spielte die Nummer 2, die deutsche Mannschaft, gegen die Nummer 3. Ist die Nummer 3 leider schon der Absteiger. Insofern muss eigentlich ein sehr gutes Resultat her und es müssen mal wieder Tore her. Und da dachte sich der Bundestrainer, ich habe eine Idee. Ich bringe Marc Uth, der 100. Debütant, der gerade mit seinen Teamkollegen da unten in der Startformation einen kleinen Kreis bildet mit dem weißen Trikot, den schwarzen Hosen, den weißen Stutzen. Der Mann aus dem Raum Gelsenkirchen, der in Hoffenheim eine richtig gute letzte Saison hatte. Zweitbester deutscher Stürmer war, aber in dieser Saison noch so richtig nicht überzeugen konnte. Trotzdem ist er heute auf dem Platz, genau wie Emre Can. Das sind die zwei verrücktesten Personalien, Micha, hier in dieser Aufstellung des deutschen Teams. Also alles andere haben wir genauso erwartet. Genau, Manuel Neuer hinten im Tor, dann Matthias Ginter, neuerdings der Rechtsverteidiger unter Joachim Löw, obwohl er Innenverteidiger spielt bei seinem Verein Borussia Mönchengladbach. Boateng und Hummels, die beiden Bayern im Abwehrzentrum, Hector vom Zweitligisten Köln als Linksverteidiger, Kimmich im zentralen defensiven Mittelfeld, Kroos ist dabei, Can ist dabei, Müller ist dabei, Werner ist dabei und Uth ist dabei und jetzt ist der Ball auch dabei, der Ball ist im Spiel. Anstoß, Mats Hummels hat den Ball von Jonas Hector zurückgespielt bekommen und spielt ihn zurück zum Kapitän Manuel Neuer. Und wenn der jetzt sich mal umdrehen würde, da wäre die orangefarbene Wand. Die gelbe Wand kennen wir aus der Bundesliga, das ist die Südtribüne in Dortmund. Hier ist alles orange und wir müssen Jens-Jürg natürlich auch ein paar Worte über die Elftal, so heißt ja die niederländische Nationalmannschaft, verlieren. Da gibt es ein paar, die haben es richtig gut gemacht in der Champions League, als sie mit Ajax gegen Bayern gespielt haben. Die sind dabei. Eine junge Mannschaft, der Umbruch der Niederlande ist schon ein Stück weit fortgeschrittener als der Umbruch, den der Bundestrainer Joachim Löw ja nur so zaghaft vorgenommen hat nach dem WM-Debakel. Genau, eine sehr junge Mannschaft, die Hälfte gerade mal so an der Grenze, knapp 20 Jahre. Einer der Jüngsten kriegt jetzt den Ball mit der Nummer 3, das ist Matthijs de Ligt. 19 Jahre alt, der ist Kapitän hier beim Rekordmeister in der Ehrendivise bei den Amsterdamern mit 19, obwohl da mit Huntelaar beispielsweise doch auch erfahrene Kräfte im Team sind. Aber jetzt hat er den Ball vertrödelt gegen Uth, der war fast dabei, ihn zu stibitzen. Erste gute Aktion, eine kleine Unaufmerksamkeit beim hochgepriesenen 19-Jährigen. Frenkie de Jong im Mittelfeld ist ein weiterer von Ajax, die ja zuletzt gegen die Bayern so ein starkes Spiel gemacht haben bei diesem 1:1 in der Champions League. Der Ball wieder in der deutschen Hälfte, bei der deutschen Innenverteidigung über Hummels und Boateng herübergegangen zu Kimmich, der wieder auf der 6 spielt und dann heraus auf die linke Seite, wo der Kölner Hector ist, zurück zu Kroos, der wird jetzt einen langen Diagonalball spielen, genauso ist es, weit, weit herüber auf die rechte Seite, aber auch zu weit am Ende für Matthias Ginter. Der ist, das haben wir gelernt, jetzt neuerdings hier Rechtsverteidiger im deutschen Team, hat den Posten von Kimmich gehabt. Genau, das bleibt auch erstmal so. Joachim Löw war mit ihm zufrieden beim ersten Spiel nach dem WM-Debakel beim 0:0. Ja, auch das erste Spiel in der Nations League gegen Weltmeister Frankreich. Anschließend gab es noch ein weniger gutes, ein weniger überzeugendes 2:1 in Sinsheim gegen Peru. Das war nur ein Testspiel. Und das hier ist ja in dem neu geschaffenen UEFA-Wettbewerb sogar ein Pflichtspiel. Die Niederlande kommen, Pass in die Spitze, Neuer muss zum ersten Mal einschreiten, weil Memphis Depay vor ihm auftaucht. Den kennen wir noch, weil er bei der WM 2014 dabei war. Das war ja das letzte große Turnier, für das sich das Oranje-Team qualifizieren konnte. Die Elftal hat gefehlt bei der EM 2016 und bei der WM im vergangenen Sommer in Russland. Und Depay tauchte da zum ersten Mal gefährlich im Strafraum der deutschen Mannschaft auf. Aber Manuel Neuer hat da seinen 5-Meter-Raum verlassen, hat sich auf den Ball geschmissen. Also keine Gefahr für das deutsche Tor. Aber da wurde es mal laut hier in der Johan Cruyff Arena, die seit Sommer so heißt. Benannt natürlich nach der größten niederländischen Fußballlegende Johan Cruyff im März 2016.
verstorben. Der Ball jetzt in der Hälfte der Gastgeber. Hector bedrängt da auf der linken Seite. De Ligt, das ist der 19-Jährige. Und Virgil van Dijk, sein Partner da im Abwehrzentrum, haut den Ball erstmal ins Seitenhaus, schießt ihn auf die Tribüne. Van Dijk ist im Januar für 80 Millionen Euro in der Premier League vom FC Southampton zum FC Liverpool zu Jürgen Klopp gewechselt. Ist seitdem der teuerste Abwehrspieler der Welt. Das sind wirklich Fantasiesummen, die da gezahlt werden. Virgil van Dijk, der Mann mit den langen Haaren, die er zu einem Pferdeschwanz, zu einem Zopf zusammengebunden hat. Jetzt Einwurf für Deutschland. Und die Fans haben richtig gute Laune. Große Unterstützung für die Orangen, die jetzt im Rückwärtsgang sind und sehen, wie Hector selber erst einmal wieder Hummels sucht. Mit dem deutschen Innenverteidiger geht es über die Mittellinie, dann Pass steil in die Spitze hinein, wird von Uth angenommen. Keine Abseitssituation. Wen kann er einsetzen? Vielleicht da drüben Müller. Dem verspringt der Ball ein bisschen, aber zum Glück bleibt er mit Kimmich über diese Bayern-Achse. 5 Bayern heute in der Startformation in die deutschen Reihen. Herüber auf die linke Seite, schlechter Ball. Hätte man genauer spielen können, sodass am Ende Werner, der sich mehr auf der linken Seite hält, nicht drankommt und die Deutschen wieder neu aufbauen. Kimmich, Hector die Station und dann geht es über Hummels zurück in die Zentrale zum deutschen Kapitän. Zuletzt hat er Groß in seinem 85. Länderspiel die Binde dann bekommen bei der deutschen Mannschaft. Wieder zum Kapitän, der vom linken Fuß auf dem rechten Fuß in blau gekleidet mit der Andeutung, dass er lang schlagen wird, spielt dann aber doch kurz auf Boateng und so geht es mit Kimmich von der eigenen 16er Kante hinein wieder in Richtung Oranges Feld da drüben. Erst einmal Stopp gemacht mit Groß. Neuaufbau mit Hector über die Mittellinie drüber. Jetzt 4-5 Deutsche. Schnelles Verschieben. Es geht darum, das Tempo eben auch hochzuhalten bei diesen Aktionen. Uth bietet sich an. Wird angespielt von Werner. Nein, Werner macht es selber. Ist drin in der Box. Versucht den Ball in die Mitte hineinzuschieben. Bleibt dann aber am Liverpooler hängen. Bleibt bei Virgil van Dijk und es gibt die erste Ecke. Und die führt Toni Kroos aus. Ja, nicht nur die Bayern befinden sich in einer Krise, sondern auch er, der ja für Real Madrid seit 4 Pflichtspielen keinen Sieg mehr zu verzeichnen hat, ohne Tor. Er bereitet ja, das sagen einige Spötter, inzwischen mehr Tore für den Gegner als für seine eigene Mannschaft vor. Jetzt kommt der Eckstoß von Kroos, rausgeköpft von einem Verteidiger in Orange. Aber die Deutschen bleiben mit Kimmich auf der halbrechten Seite im Ballbesitz. Der spielt auf Müller. Müller leitet den Ball mit dem Außenriss weiter in den Strafraum. Da hatte sich Hummels noch aufgehalten, der sich hier nach der Ecke nach vorne bewegt hatte, der Mann aus der Abwehr. Aber jetzt ist der Ball hinten bei Manuel Neuer. Der hat so 10, 12 Meter aus seinem Strafraum herausgemacht, um den Ball wieder schnell zu machen, damit die Deutschen schnell in diesem Fall über die halblinke Seite, über Toni Kroos aufbauen können. Und was ist das denn? Das ist so ein Fehler. Die leistet er sich auffallend oft in der letzten Zeit. Pass ins Seiten aus. Werner war da und er stand wirklich nicht weit. Vielleicht 7-8 Meter von Kroos entfernt. Also das war ein wirklich schlechter Pass von Toni Kroos ins Seiten aus. Es gibt also Einwurf für die Niederlande. Da ist der Ball bei Jasper Cillessen. Der ist die Nummer 1 hier in der Elftal, aber nur die Nummer 2 bei seinem Verein, beim FC Barcelona. Und da ist ja die Nummer 1, die deutsche Nummer 2, Marc-André ter Stegen. Und die Nummer 2 ist jetzt wieder dran als Nummer 1 bei den Holländern, nämlich Cillessen, zu Van Dijk gespielt in die Viererkette hinein. Im Übrigen der Bundestrainer, wir haben ja eher Sommerausrüstung hier oben mit T-Shirt, im schwarzen Rolli immer wieder da zu erleben an der Seitenlinie, wie er aktiv coacht mit Fingerzeigen, versucht der deutschen Mannschaft zu helfen, die jetzt wieder im Rückwärtsgang ist. Drüben Angriff läuft über die rechte Seite, aber der Ball müsste, und so ist es auch im Aus gewesen sein, von Steven Bergwijn, der da seine Chance bekommen hat in der Offensive auf der rechten Seite. Depay zentral, Babel links, der erfahrenste Mann im holländischen Team. Ball ist bei Kimmich in der eigenen Hälfte der deutschen Mannschaft. Zurück zu Boateng, der stoppt noch einmal. Und im Moment ist das, was eben auch wichtig ist, das hohe Tempo, das schnelle Umschalten bei der deutschen Mannschaft nur noch zu selten zu erkennen. Vielleicht jetzt mit Werner. Angespielt drüben auf der linken Seite. Er hat ja das Tempo, kommt aber an De Ligt nicht vorbei. Bleibt beim jungen 19-Jährigen hängen. Einer der jüngsten in dieser deutschen Mannschaft. Zurückgespielt, gerade so noch angekommen. Drüben bei Kimmich, dann wieder herüber zu Boateng. Auch das ein bisschen ungenau. 2-3 Meter zu weit nach vorne, sodass Boateng mit großen Schritten nach vorne stürmen muss. Jetzt weiß er nicht, wohin mit dem Ball. Schießt doch einfach oder spielt heraus auf die rechte Seite. Und das ist am Ende nicht gut gewesen zu Müller. Das kann man viel, viel besser spielen. Da war die Unsicherheit da bei Boateng, der sich nicht angegriffen sah, nicht wusste, was er machen soll, spielt aber Müller sehr unglücklich an, sodass das eine vermurkste Aktion war. Ja, vielleicht hätte Müller den Ball auch sauberer annehmen können. Also das, den hat er auch ein bisschen verstolpert. Da haben beide, finde ich, so ihren Teil zu dieser schlechten Aktion beigetragen. Jetzt gibt es Einwurf von der rechten Seite, nichtsdestotrotz für Deutschland. 8 Minuten rum in Amsterdam, 0-0 der Spielstand. Die Niederländer köpfen den Ball aus dem eigenen Strafraum heraus. Hummels köpft ihn nochmal nach vorne. Alle 10 deutschen
Feldspieler in der Hälfte der Gastgeber. Ball auf der halbrechten Seite bei Kimmich. Kimmich dann nach rechts weitergespielt zu Matthias Ginter. Dann auf der Rechtsaußenposition ist es Emre Can, der da zur Eckfahne durchbricht und dann einen Eckstoß rausholt. Virgil van Dijk klärt den Ball ins Tor aus und deswegen gibt es jetzt Ecke von der rechten Seite für die deutsche Mannschaft. Von der linken Seite hat die Ecke eben gerade Toni Kroos ausgeführt. Josu Kimmich, ja, so gehört sich das, überlässt Kroos den Ball, legt ihn sauber dahin, sodass Toni Kroos, korrigiert die Position des Balles nochmal ein bisschen, jetzt gleich diesen zweiten Eckstoß in dieser Partie für Deutschland ausführen kann. Bringt den Ball mit dem rechten Fuß in den Strafraum, alle steigen hoch, aber die Holländer köpfen den Ball nach vorne. Hector versucht auch nochmal mit dem Kopf ranzukommen, aber jetzt Konter für Oranje, aber gut gemacht von Werner, gut gemacht von Werner. Läuft den Ball ab, ist vor Bergwijn an der Kugel und spielt den Ball zurück zur Torhüter der Manuel Neuer. Also da hat der offensichtlich Mann von RB Leipzig wirklich gut mit nach hinten gearbeitet, ist weite Wege gegangen. Er fühlt sich auf dieser Position auf der linken Außenbahn sehr viel wohler als zuletzt. Das war zu beobachten gegen Peru und auch gegen Frankreich. Da hat ihn Joachim Löw im Sturmzentrum aufgeboten. Aber da spielt er heute Marc Uth. Der nächste Fehler, Stockfehler von Ginter. Deswegen ein Hurra hier in der Arena in Amsterdam. Ball im Seitenaus, Einwurf für die Niederlande. War schon beeindruckend wie zuvor in der Aktion. Werner, als er nach hinten arbeitete, mit welchem Tempo er Bergwijn die Meter abnahm. Das ist so ein bisschen so, also wenn die Holländer mit ihrem beliebten Caravan hier unterwegs sind. Der eine hat einen Anhänger dran und der andere fährt nur mit dem Auto. Das waren zwei Geschwindigkeiten. Starker Auftritt von Werner, schlecht von der deutschen Defensive. Viele Ungenauigkeiten, die wir zuletzt auch schon in den beiden Spielen, wo zwar die Haltung, die Willensstärke der deutschen Mannschaft zu erkennen war, aber die Unsicherheiten auch in der Defensive neben den Schlampigkeiten in der Offensive zu erkennen war. Und De Ligt hat heute einen ganz schlechten Tag. Das ist schon der vierte, fünfte Ball des jungen Ajax-Kapitäns, den er da ins Austrudelt oder beziehungsweise in die Beine der Gegner, in dem Fall der DFB-Elf, hineinspielt. Hummels zurück zum Kapitän, zu Neuer, der wieder zurück zu Hummels. Alle ja so ein bisschen in der Formkrise. Bei Hummels gab es einige Stellungsfehler, bei Neuer ein, zwei Patzer gegen Gladbach, gegen Augsburg. Und jetzt ein Ball aber maßgeschneidert. Direkt darüber auf die rechte Seite zu Ginter. Der versucht Müller mitzunehmen, der ist ein bisschen handlungslahm und das dauert ein bisschen. Deswegen hat er Glück gehabt, dass der Ball in den Reihen der Weiß-Schwarzen, das ist die deutsche Mannschaft, an diesem fast Sommerabend, muss man sagen. Es ist jetzt kurz vor 21 Uhr und die Temperaturen sind immer noch über 20 Grad. Weiter Diagonalball von Boateng auf die linke Seite, aber ein bisschen zu ungenau. Werner mit viel Geschick holt ihn sich herunter, aber die Holländer mopsen ihn und spielen ihn jetzt nach vorn an die Linie herangespielt, in die Zentrale, so ein bisschen das Warten bei Depay und dann der Ball in die Zentrale. Achtung, Gelegenheit für Holland und am Ende hat Steven Bergwijn zu lange gezögert. Hätten sie mehr draus machen können, war eine gefährliche Aktion. Die deutsche Hintermannschaft, Michael, wirkt nicht sattelfest. Ja, große Lücken da zwischen Boateng und Hummels. Die müssen noch das Zusammenspiel beherrschen. Sie spielen ja auch beim FC Bayern zusammen. Aber einige sagen, vielleicht ist das genau das Problem. Die Bundesliga-Tabelle, ich glaube, die meisten wissen es, der FC Bayern nur auf Rang 6. Aber es sind ja auch erst 7 Spieltage rum. Nach der Länderspielpause muss der FC Bayern beim VfL Wolfsburg antreten. 11. Minute läuft hier in der Johann Cruyff Arena 0:0. Holland in Ballbesitz in den weißen Hosen und orangen Trikots. Matthijs de Ligt, der 19-jährige Innenverteidiger, auf die rechte Seite auf Denzel Dumfries. Einer von 2 Neulingen in der Startelf von Bondscoach Ronald Koeman. Bergwijn ist der andere, also Bergwijn und Dumfries sind die einzigen, die noch kein Länderspiel haben. Die Mannschaft ist nicht so erfahren. Es werden heute im Rahmen des Länderspiels noch 2 verabschiedet. Die haben viele Länderspiele gehabt, und zwar 109 Raphael van der Vaart, 104 Dirk Kuyt. Da gab es eben schon eine Lichtshow und viele wummernde Beats. Und nach dem Spiel findet dann die offizielle Verabschiedung statt. Jetzt gucken wir auf Deutschland. Emre Can in zentraler Mittelfeldposition auf der rechten Seite. Läuft sich da Kimmich frei. Ginter ist es gewesen, aber der Ball kommt nicht an. Und da liegt dann auf der Strafraummarkierung etwas Orangefarbenes. Das ist ein Papierflieger. Ja, der kam von der Tribüne. Der hatte alle nichts zu suchen. Virgil van Dijk könnte ihn jetzt entfernen, aber der tritt nochmal mit dem Stollen drauf. Hat er auch was Besseres zu tun. Er muss sich nämlich am Spielaufbau des Oranje-Teams beteiligen. Und die passen sich mit van Dijk und De Ligt mit den beiden Innenverteidigern jetzt ungefähr 15 Meter vor dem eigenen Strafraum den Ball hin und her. Nach links gepasst auf Daley Blind. Einer von 3 Ajax-Spielern in der Startelf. Und dann ist der Mann, der nicht nur Oranje trägt auf dem Trikot, sondern auch rot auf dem Kopf am Ball. Man kann ihn perfekt erkennen. Ryan Babel, der Mann aus dem linken offensiven Mittelfeld, hat die Haare rot gefärbt und hat ja auch mal 2 Jahre in der Bundesliga gespielt. Für die TSG Hoffenheim 46 Spiele, 5 Tore, ist da
jetzt nicht der absolute Superstar gewesen, spielt mittlerweile in Istanbul bei Beşiktaş. Jetzt gefällt mir das Spiel nicht so gut. Wenig Tempo drin in der Partie. Fast ein Fehler von Van Dijk. Gut, kann nichts draus machen. Bleibt beim 0-0. Aber immerhin zum zweiten Mal, einmal gegen De Ligt, einmal jetzt gegen Van Dijk, ist er dabei, den Ball zu erobern. Vielleicht gelingt das beim nächsten Mal. Das ist ja auch eine seiner zentralen Aufgaben als einzige Spitze sozusagen, die Innenverteidigung da unter Druck zu setzen. Und das tut der 100. Debütant in der Ära, Joachim Löw. 12 Jahre ist das jetzt schon, die er als verantwortlicher Mann da an der Seitenlinie steht. Im Moment im Übrigen mit den Händen in der Hosentasche. Schwarzer Rollkragenpullover, wie gesagt, viel zu warm angezogen für mich bei diesem so wichtigen Spiel der deutschen Mannschaft. Es ist auch für ihn ein entscheidender Gradmesser. Er kann viel gewinnen mit einem guten Auftritt hier und dann am Dienstag gegen die Franzosen. Aber er kann auch wahnsinnig viel verlieren in puncto Ansehen bei seiner Rolle. Schlechter Ball von Neuer. Die deutsche Defensive sowohl bei den Innenverteidigern als auch beim Kapitän, beim Torwart, der in dieser Saison auch keine große Saison hat in den Bewertungen. Fast der schlechteste in der aktuellen Bundesliga-Tabelle ist von den Bundesliga-Keepern. Ich glaube, nur 2 sind da noch schlechter gerankt. Hat auch seine Probleme und man merkt und man spürt bis hier unter dieses riesige weiße Dach. Wir haben nur ein kleines Fenster, das ist schwarz, da oben zu erkennen. Die Arena kann ja geschlossen werden. Man spürt, ich finde, die Nervosität der deutschen Mannschaft. Viertelstunde ist rum, es steht 0-0. Es gab noch keine richtige, echte Chance. Die Niederländer auf Augenhöhe haben jetzt einen Freistoß. Halbrechte Position, Steven Bergwijn, der Debütant, überlässt dann aber Depay, der spielt die Ball an den Elfmeterpunkt, aber da hat er ein bisschen gepennt, Matthijs de Ligt, der Innenverteidiger, aber sorgt dafür, dass der Ball nicht ins Tor ausgeht. Ball auf der halblinken Seite bei Babel, Babel spielt ihn zurück zu Blind, Blind wieder zu Babel in Strafraumhöhe, dann die Flanke halb hoch herein, kein Problem für Boateng, der grätscht den Ball vom Elfmeterpunkt weg nach vorne und jetzt könnte es mal schnell gehen, wenn die Deutschen in Person von Uth den Ball festmachen, macht er gut, spielt den Ball erstmal zurück Richtung Strafraum auf die linke Position. Da verarbeitet Hector den Ball gut, spielt zu Kimmich und Kimmich dann zu Toni Kroos. Jetzt sind die Deutschen in der Hälfte der Niederlande mit Müller. Diesmal auf der linken Seite. Schöner Doppelpass mit Werner. Werner im Strafraum. Werner will an Cillessen vorbeigehen. Warum lupft er nicht? Warum lupft er nicht? Cillessen war 8-9 Meter vor der Torlinie. Werner hätte lupfen sollen. Da wäre mehr möglich gewesen. Für Timo Werner, der, finde ich, immer für viel Tempo steht, sowohl in Leipzig als auch in der deutschen Nationalmannschaft, ist ja auch Stammspieler unter Joachim Löw, aber er nutzt seine Torchancen nicht. Der vergibt zu viele Chancen. Das hätte mehr sein müssen. Ja, aber es war ein wunderschön getimter Ball von Müller, müssen wir sagen, eine der stärkeren Aktionen von ihm jetzt hier in dieser Anfangsviertelstunde, die gerade vorüber ist. Offiziell läuft die 16. Minute und die Niederlande hat den Ball in den eigenen Reihen, baut auf über De Ligt, wieder den jungen 19-Jährigen und dann in die Zentrale gespielt, wo es langsam nach vorn gehen soll, über Martin Dardon, der heute etwas überraschend hier in der Startformation steht. Es gab ein kleines Kuddelmuddel für Ronald Koeman, er hat eigentlich Rosario eingeplant fürs Mittelfeld. Der hat aber rot gesehen bei der U21, war gestern noch zentraler Mann, war für die Startelf geplant, da waren sich die Niederländer nicht sicher, ob das nicht regelkonform sei und haben sicherheitshalber gesagt, okay, dann lassen wir den draußen und so gab es diese Umstellung innerhalb des niederländischen Teams. Das sind aber nur Feinheiten, die müssen Sie nicht weiter verunsichern, denn die Niederländer tragen das Spiel im Moment auch nicht mit großem Tempo nach vorn, sondern ruhigen Fußes, jetzt herüber auf die linke Seite, direkt auf den Kopf von Boateng, der köpft in die Mitte, im Versuch da den Ball zu behaupten, ist er ein bisschen über den Haufen gerannt worden. Kimmich auch eher, muss man sagen, wenn wir die anderen Bayern so ein bisschen am Wickel hatten, ist als mehr oder weniger der FCB ins Wanken geriet und die Nationalmannschaft sich Sorgen machte, ich denke auch an die Weltmeisterschaft, dann auch nicht einer gewesen, der, obwohl er immer Stammspieler war in den letzten 2 Jahren, dann viel gerissen hat. Jetzt sehr schön den Ball behauptet, am Ende mit ein bisschen Glück von Emre Can, geholper und gestolpert durchs Mittelfeld, Werner dazwischen, dann wird er ein bisschen weggeholzt, in diesem Fall von Martin Deroun und Cinicak hier, einer der erfahrensten Schiedsrichter, die wir auf dem Kontinent haben, steht aber nur 5 Meter daneben, deswegen gibt es Freistoß für die deutsche Mannschaft in einer insgesamt fairen Anfangsphase mit einer wirklich guten Gelegenheit für die deutsche Mannschaft. Michael hat es erwähnt, da hätte mehr draus werden können und müssen wahrscheinlich aus diesem Ball von Timo Werner nach Pass von Müller. Müller jetzt wieder auf der linken Seite, jetzt Werner im Strafraum auf der linken Seite, aber im letzten Moment geht Denzel Dumfries, der Rechtsverteidiger, dazwischen, grätscht den Ball Werner vom Fuß und ins Tor aus. Es gibt also in der 17. Minute die dritte Ecke für Deutschland, diesmal von der linken Seite. Auch das ein Fall für Toni Kroos, der ja
ich habe es vorhin angedeutet, bei Real Madrid auch nicht gerade seine beste Phase durchmacht. Hector bietet sich noch an für eine kurze Variante, aber Groß bringt den Ball in den Strafraum. Erstmal rausgeköpft von einem niederländischen Verteidiger. Dann ist der Ball auf rechts außen bei Werner. Hohe Hereingabe, Van Dijk kommt nicht ran mit dem Kopf. Und jetzt auf der linken Seite Groß und der Schuss und die Parade! Müller war's! Guter Schuss! Gefährlicher Schuss, aber eben auch gut und stark gehalten von Jasper Cillessen. Er reagiert schnell und er boxt den Ball dann rechts am Pfosten vorbei. Und das gibt gleich die nächste Ecke für Deutschland. Die Chancen nehmen zu für die deutsche Mannschaft. Diesen Ball haben sie aber etwas glücklich erobert. Die Niederländer versuchen anzugreifen. Nur einer ist ganz, ganz vorn. Das ist Memphis Depay. Das wird nicht ausreichen für einen wirklich guten Angriff. Und deswegen nehmen sie das Tempo raus. Verteilen aber den Ball auf die linke Seite bzw. herüber. Der Versuch wird aber abgefangen von Hector. Deswegen läuft der Konter über Uth. Uth mit dem Ball. Schuss von Uth und gehalten am Ende von Cillessen. Der Druck der deutschen Mannschaft, wir registrieren das sehr, sehr gern, hat in den letzten Minuten zugenommen. Zweimal Werner und Uth, die im Übrigen, weil wir beide Namen gerade genannt haben, zu den auffälligeren gehören in der deutschen Mannschaft. Beide machen viele Bälle fest und sind an den Offensivaktionen immer wieder beteiligt. Und wenn was geht, dann eher über die linke Seite, wo Werner heute zu Hause ist, als über die rechte Seite. Ja, Werner definitiv auf der Außenbahn besser aufgehoben als im Sturmzentrum. Jetzt ein Aufschrei, weil Frenkie de Jong gefoult wurde. Liefert sich dann noch eine verbale Auseinandersetzung mit Josua Kimmich. Kimmich schubst de Jong dennoch ein bisschen. Beide haben ja neulich in der Champions League gegeneinander gespielt. De Jong für Ajax, Kimmich für die Bayern. Es wurden 1-1 und auch Thomas Müller redet dann nochmal mit Sünjet Şakir, mit dem Schiedsrichter. Die Deutschen sagen, das war doch gar nichts. De Jong lässt sich fallen, war doch eine Schwalbe, aber der Schiedsrichter hat eben auf Freistoß für das Oranje-Team entschieden. Halblinke Position, aber der Ball liegt ungefähr 40 Meter vom Tor der deutschen Mannschaft entfernt. Frenkie de Jong übrigens eines der größten Talente im holländischen Fußball, macht heute sein drittes Länderspiel, ist auch erst 21, der Mann aus dem Mittelfeldzentrum. Freistoß kommt rein und dann noch mit dem Kopf dran. De Ligt, noch so ein Talent, aber bringt da nicht mehr wirklich viel Druck hinter diesem Kopfball. Deswegen hat Manuel Neuer keine Probleme, den Ball zu fangen. Hat ihn auch wieder ins Spiel gebracht auf die linke Seite zu Jonas Hector. Ja, die Balance fehlt im deutschen Team. Das hat der Bundestrainer nochmal angesprochen. Eben diese Sicherheit in der Defensive und dann eben mal das schnelle Umschalten mit viel Tempo nach vorne in die Spitze hinein. Diese Bälle, wie sie jetzt gerade gespielt wurden von Boateng und verteilt diagonal auf die linke Seite heraus, sollte es gehen zu Werner. Aber abgefangen das Ganze. Und schon wieder ist Uta. Uta den Ball. Schussversuch geblockt. Zum dritten Mal in dieser Partie. Starke Aktion vom Schalker. Gefällt mir sein Debüt. Ist mutig, versteckt sich nicht. Ist da, stibitzt die Bälle. Und daraus entstehen Chancen. Und daraus entstehen eben auch Standardsituationen für die deutsche Mannschaft. Auch wenn wir gelernt haben, wir lesen ja all diese Statistiken vorher, dass das mit diesen Flanken und Ecken nicht so sehr die Sache der Deutschen ist. Wie viel waren es? 71, Micha? Jetzt guck mal runter. 71 Ecken, 152 Flanken, kein Tor. Ecke Groß vielleicht jetzt, aber wieder kein Tor, rausgeköpft von Blind. Hummels macht den Ball nochmal scharf, macht ihn nochmal gefährlich. Die Holländer kriegen den Ball nicht weg aus dem eigenen 16-Meter-Raum. Jetzt vielleicht, nein, Boateng grätscht dazwischen, aber dann ist der Mann mit den roten Haaren da. Babel, ein bisschen schlampiger Pass auf Rechtsverteidiger Dumfries und er bekommt, das kennen wir aus dem Eishockey, einen Bodycheck von Toni Kroos, geht zu Boden, 10 Meter vor dem eigenen Strafraum, deswegen gibt es Freistoß für die Niederlande. Ja, ja, die Ecken und die Freistöße, das haben wir auch bei der WM gesehen, nutzloser Ballbesitz, Flanken ins Nichts, also Joachim Löw hat da viele Anknüpfungspunkte, die er im Training aufgreifen kann. Es gab ja in Berlin, wo sich die deutsche Mannschaft auf dieses Spiel vorbereitet hat, im Amateurstadion von Hertha BSC, ein öffentliches Training, ein Showtraining, beobachtet von 5000 Kindern und Jugendlichen. Das war eine Aktion, die der DFB angekündigt hatte, weil natürlich der Kontakt zur Basis verloren gegangen ist. Und so etwas gibt es dann auch nochmal im November, wenn in Leipzig gegen Russland gespielt wird. Die Deutschen wollen die Fans wieder auf ihre Seite ziehen. Jetzt sind sie in dieser Phase nach 22 Minuten. Die erste Hälfte der ersten Halbzeit ist rum. Das bessere Team hatten 3-4 gute Möglichkeiten, aber es steht noch 0-0. Check jetzt wieder im Mittelfeld. Diesmal ist Uth beteiligt bei dieser Aktion, entschuldigt sich aber gleich gegen De Ligt. Und der Bundestrainer, der ist heute übrigens auch Jubilar, jawohl, das 168. Länderspiel. Kein Bundestrainer hatte je mehr Spiele. Er hat damit den großen Vorgänger überholt, Sepp Herberger. Und im Übrigen hätte er heute auch gar keinen Stuhl gebraucht, haben wir festgestellt. Denn anders als Koeman, der mittlerweile auch rausgelaufen ist, ist er nur in seiner kleinen rechteckigen Coachingzone da unterwegs und stürmt von einer Ecke zur anderen, ist und da liegen 4 leere Wasserflaschen. Ja. Ich hoffe nicht, dass er die selber alle leer gemacht hat.
Die Deutschen kommen in ein bisschen Drucksituation hinein, da der Versuch über Dumfries drüben über die rechte Seite bei den Niederländern läuft. Aber das Ganze sehr organisiert. Weiß und Schwarz haben sich formiert, sind in der eigenen Hälfte. Und deswegen muss die Elftal zurückspielen zu De Ligt und dann wieder zu Van Dijk, den beiden Organisatoren da hinten in der Defensive. Seitenwechsel von der rechten auf die linke Seite. Aber viel Gefahr. Wir haben in der Anfangsphase die zwei Chancen für De Ligt gesehen. Ist noch nicht entstanden für die deutsche Mannschaft. Wenn, haben sie sich selber unter Druck gebracht. Vielleicht jetzt mit Babel angespielt, da direkt neben Boateng, 20 Meter vor dem Tor. Das Ganze in Orange und Weiß. Jetzt nähert sich die holländische Mannschaft dem deutschen 16er. Aber dieser Ball ist ein bisschen ungenau. Müssen ja ein Stück zurücklaufen. Dumfries hat die Kugel und wird im Duell gegen Hector versuchen, da vorbeizukommen. Ist ihm nicht gelungen. Nächster Versuch läuft, wieder abgeblockt das Ganze. Kaum Raumgewinn, keine Ideen und deswegen steht die deutsche Defensive diesmal sicher. Und wieder ist es Uth, der diese Aktion unterbindet und sich damit sehr, sehr wertvoll macht bei seinem ersten Einsatz. Er hat einmal, glaube ich, gespielt im Nachwuchs beim 3-2 für die U20 mal, aber es ist jetzt der erste A-Einsatz für ihn in der Nationalmannschaft. Und die Nationalmannschaft ist jetzt mit Defensivaufgaben beschäftigt. Fehlpass von Hummels. Depay geht dazwischen. Hummels wollte Hector im eigenen Strafraum den Ball zuspielen. Depay geht dazwischen und holt einen Eckstoß für die Niederlande heraus. Und sofort kommt das Publikum wieder hier in der Johan Cruyff Arena. Anfeuerungsrufe Holland, Holland und Memphis Depay, der bei Olympique Lyon in Frankreich spielt, wird diese Ecke von der rechten Seite ausführen. 41. Länderspiel von ihm. Gemessen an den Toren der gefährlichste hier in der aktuellen Mannschaft, die auf dem Platz steht. Hat die Hände in die Hüften gestützt, jetzt tippelt er, jetzt läuft er an, flach hereingespielt, aber Kroos bekommt den Ball vor die Füße und hat keine Probleme, ihn spielerisch rauszutragen, indem er den Ball auf die linke Seite passt, jetzt zu Joshua Kimmich. Und der schießt dann in dem Fall einen Spieler von den Niederlanden an. Das ist Steven Bergwijn. Der Ball geht in Seiten aus vor der Coachingzone von Joachim Löw. Und da führt jetzt Linksverteidiger Jonas Hector einen Einwurf aus. Ja, er ist ja Zweitligaspieler und Nationalspieler. Das hat es beim 1. FC Köln schon mal gegeben, 2004. Da ging auch Podolski mit dem FC in die zweite Liga und startete damals so richtig seine Karriere in der Nationalmannschaft. Also auch ein Zweitligaspieler ist für Löw kein Hinderungsgrund. Er ist sehr zufrieden mit Jonas Hector. Das hat er auch gestern auf der Abschlusspressekonferenz nochmal betont. Hat ja zuletzt Nico Schulz, den Hoffenheimer, auf dieser Position ausprobiert. Viele fordern ja Philipp Max, den offensiv starken Augsburger. Aber den lässt Löw zwar weiter beobachten, sagt aber, dass Hector und Schulz defensiv besser sind als Max. Und deswegen hat der Augsburger noch keine Berücksichtigung gefunden bei der deutschen Nationalmannschaft. Linksverkehr im deutschen Team. Immer wieder über die Seite von Werner. Jetzt Emre Can angespielt. Das ist ja übrigens auch nur Ersatzspieler. Hat nur einmal über 90 Minuten bei Juve in dieser Saison gespielt. Verstolpert ein bisschen aufgeregt den Ball da, kann ihn aber gerade noch vor der Torauslinie retten und deswegen weiter Ballbesitz auf der Suche nach jemand, den er anspielen könnte. Das hat er nicht gut gemacht. Sehr schöne Aktion der Niederländer, die jetzt über die rechte Seite kommen. Bodycheck von Kimmich, der das Trikot da zerrt, aber wie, das gibt sicher Gelb. Denzel Dumfries ist am Boden, gibt kein Gelb, wundert mich ein bisschen. War ein bisschen viel Einsatz für meine Begriffe in dieser Situation. Jetzt klopft er den Ball da noch ins Nirgendwo. Also bisschen übermotiviert, ja. Ne, Joshua Kimmich. Hat sich auch eben mit Frenkie de Jong hier diese Auseinandersetzung, diese leichte Schubserei geliefert. Also wir müssen ihn mal ein bisschen runterkühlen, sonst wird das für ihn ein kurzer Abend heute. Cinicak hier lässt das Ganze aber weiterlaufen mit Ballbesitz für das deutsche Team, was vorher das Foul gab. Deswegen Ballbesitz und mit Toni Kroos. Wir sind im Mittelfeld, geht es weiter direkt in den Mittelkreis hinein. Da ist Emre Can, wie gesagt, der ist ja eigentlich nur der Kedira-Stellvertreter. Und wenn nicht, spielt Matuidi da bei den Turinern beim Meister in Italien. Wir sind drüben in der Defensive, sind beim Mann von PSV. Das ist der Meister in der Ehrendivise. Das ist nicht Ajax Amsterdam, aber gleich wird einer von dran sein. Nee, De Ligt wird nicht angespielt, sondern zurückgelaufen in diesem Fall zu Martin De Roon. Und mit dem geht es jetzt ein Stück nach vorn. Der spielt bei Bergamo in Italien und dann wieder in die Zentrale zu Virgil van Dijk, der wenig geprüft wurde, hier im direkten Abwehrblock, unmittelbar vor dem Tor von Cillessen. Wenn, dann ging es vor allen Dingen über links, über Werner. Aber der ist jetzt genau wie die gesamte deutsche Mannschaft im Rückwärtsgang, alle in der eigenen deutschen Hälfte, könnte sich ein Konter ergeben. Uth, sehr schön Müller hat ihn angespielt, er kann aber mit diesem Spielgerät nichts anfangen und deswegen klopft jetzt am Ende Hummels den Ball in hohem Bogen nach vorne von De Ligt, auch nicht sehr geschickt abgewehrt mit hohem Ball. Uth hat den Kopfball gewonnen,
macht wirklich viele gute Aktionen. Es ist mir auch defensiv, ja, immer wieder zur Stelle, ist präsent, holt sich die Bälle. Also Respekt für den Auftritt. Und es sind jetzt mittlerweile auch schon 26, 27 Minuten, also fast eine erste halbe Stunde seines Länderspieldebüts vorüber. Und wir können sagen, guter Mann, der Mann mit der 23, Uth von Schalke 04. Der Null-Tore-Stürmer dürfen wir an dieser Stelle nicht vergessen. Momentan ja auch nur zweite Wahl bei S04, wurde am vergangenen Spieltag. Da hat Schalke bei Fortuna Düsseldorf 2-0 gewonnen, erst eingewechselt in der 62. Minute. Werner macht auch viel Bewegung da am linken Flügel, ist jetzt auf links, hat den Ball weitergepasst zu Hector. Hector auf Höhe des gegnerischen Strafraums, dann kommt Müller an den Ball, Can, Müller wieder am Ball, an der Strafraummarkierung. Werner geht ins Dribbling, aber zwei sind bei ihm und dann geht Dumfries, der Rechtsverteidiger der Niederlande, zu Boden. Schiedsrichter Czarki sagt Freistoß. Werner sagt, ich habe doch gar nichts gemacht. Der stolpert doch über seine eigenen Füße. Tatsache ist, es gibt Freistoß für das Oranje-Team. Jasper Sillesen, der Torhüter, der führt diesen Freistoß aus. Er ist seit 2014 die Nummer 1 hier in der Elftal. Da gab es ja viele große Torhüter. Ob das nun Edwin van der Sar oder Hans van Breukelen gewesen ist. Sillesen ist, wie gesagt, in seinem Verein nur zweiter Mann beim FC Barcelona. Und zwar hinter dem Deutschen Marc-André ter Stegen. Ball wieder im Spiel. Ginter gewinnt das Kopfballduell gegen Babel. Aber köpft den Ball in Seiten aus, deswegen in der deutschen Hälfte Einwurf für die Niederlande. Die haben noch keine richtig gute Torchance gehabt. Bei den Deutschen gab es gefährliche Aktionen von Werner, dieser Schuss von Müller, dann zwei gute Aktionen von Uth. Also das 0:0 aus Sicht der Gastgeber, ein etwas schmeichelhaftes Zwischenergebnis. Ja, und sie sind ja unter Druck. Sie haben ihr erstes Spiel verloren gegen die Franzosen mit 1:2. Brauchen hier eigentlich auch schon einen Sieg. Es gibt ja nur 4 Spiele in dieser Nations League, in dieser Top-Gruppe, in der A-Gruppe. Also insofern ist vielleicht auch für sie mehr Offensivaktion oder mehr Offensivgeist gefragt. Diese geht jetzt hier ins Tor aus, deswegen wird es nach Denzel Dumfries Versuch hier Eckball geben für die Mannschaft. Und das ist dann immer eine Gelegenheit für Depay, der vorhin den Ball relativ raffiniert flach hineingespielt hat, aber abgefangen das Ganze von Kroos. Mal sehen, welche Variante jetzt erfolgt. Blick zur Uhr. 29 Minuten sind vorüber. Die nicht ganz ausverkaufte Arena, aber es sind nur wenige Plätze frei. Also fast 55.000 in Orange sind mehr oder weniger ruhig. Auch die Deutschen verhalten sich ruhig. Jetzt kommt der Eckball diesmal hoch rein. Platte Tor! Jawohl, Tor! Tor für die Niederlande. Virgil van Dijk ist es am Ende, der den Ball über die Linie drückt. Schlecht verteidigt von der deutschen Defensive und dann nochmal nachgesetzt vom Abwehrchef nach diesem, ich hab's gesagt, variantenreich geschlagenen Ball. Vorher flach, diesmal hoch von Depay in die Mitte hinein und dann das 1:0 in der 30. Minute. Der teuerste Innenverteidiger der Welt, er ist auch ein Toriger. Erster Kopfball von Babel an die Latte. Und dann kommt nochmal Van Dijk ran. Neuer streckte sich, konnte den Ball nicht festmachen. Und dann ist es, glaube ich, Hector gewesen. War es Hector, der den Ball unglücklich abgewehrt hat? Hector hat den Ball unglücklich abgewehrt zu Van Dijk. Ich glaube, Hector war es oder war es Hummels auf jeden Fall. Haben die Deutschen da sehr, sehr tief gestanden, nicht gut verteidigt. Das war die erste wirklich gute Torchance für die Elftal und deren Kapitän Virgil van Dijk macht nach einer halben Stunde das 1:0 und wir haben gerade eben nochmal die 3-4 Möglichkeiten der deutschen Elf, die es ja gab, aufgezählt und jetzt heute die Polter, Führung für Holland, 1:0, das ist jetzt hier der neue Zwischenstand. Ja, es war eine Rangliste des Grauens bei dieser Ecke, also sowohl Neuer ist da vorbeigesegelt, als auch Hummels, als auch Hector mit ganz schlechten Timing, ich weiß nicht, wo die da alle hin wollten, zu dritt alle im Prinzip mehr oder weniger am Ball vorbei, dann Babel und dann aus Nahdistanz für Van Dijk, für diesen Riesen, fast 2 Meter groß, gar keine Schwierigkeit, unbedrängt den Ball aus 1,5 Metern ins deutsche Tor hineinzuköpfen. Zur Führung für die Niederlande. Der Bundestrainer hat die Hände aus den Hosentaschen genommen und steht so ein bisschen wie erstarrt, wie so eine Säule da in seiner Coachingzone und sieht jetzt, wie die deutsche Mannschaft mit Boateng den Ball nach vorne treibt. Sollte kommen zu Hector, der kann ihn nicht festmachen. Am Ende der Pass von Müller zum wiederholten Male, muss man sagen. Er hat einen guten Ball gespielt auf Werner ins Nirgendwo, segelt da drüben ins Tor aus. Deswegen Ballbesitz für die Niederländer. 31. Minute, 1:0. Die Niederlande führt gegen Deutschland nach dem 0:0 würde Deutschland damit schwer unter Druck kommen. Es ist noch nicht alles entschieden, muss man sagen, selbst wenn beide Spiele verloren gingen, aber es ist natürlich schon nicht das, was man sich vorstellt vom deutschen Team. Diese erneute Unsicherheit in der Defensive, diesmal bei einer Standardsituation, jetzt der Angriff, der aber ungenau zu Ende gespielt wird und deswegen kann Deutschland vielleicht da drüben mit Groß neu anfangen.
Und jetzt hat Hector den Ball in der eigenen Hälfte, legt sich den Ball auf den rechten Fuß, nimmt ein bisschen Tempo auf, spielt den Ball im Bedrängnis auf die linke Seite ab zu Kroos, der in der Hälfte der Holländer, schöner Diagonalpass auf die rechte Seite, da taucht dann Ginter am gegnerischen Strafraum auf zu Müller. Müller flankt, aber er flankt über Can und über Uth hinweg und dann kann er fast ein bisschen von Glück reden, dass da in dem Fall Dumfries, der Rechtsverteidiger der Niederlande, den Ball nicht sauber annimmt, sondern erstmal die Sicherheitsvariante bevorzugt und den Ball in Seiten ausschießt, sodass es Einwurf gibt für die deutsche Mannschaft. Den hat die DFB-Elf ausgeführt. Hummels hat den Ball an der Mittellinie, also Ballbesitz Deutschland. Kroos jetzt hat auch hier heute Abend viele Ballkontakte, fordert jetzt mit der linken Hand, rudert mehr Bewegung da vorne bei Can, bei Werner, bei Uth, aber Marc Uth, dem Debütanten von Schalke 04, kann man da jetzt keinen Vorwurf machen. Der bewegt sich wirklich viel und er bewirkt auch viel. Hat er seinen Einwurf rausgeholt, den Werner ausgeführt hat zu Hector. Hector zu Kroos auf der halblinken Seite, wieder zu Werner. Der auf Strafraumhöhe, aber zwei orangefarbene Spieler sind bei ihm. Auch Uth wird bedrängt von Zweien und Matthijs de Ligt ist letztlich derjenige, der den Ball erobert für die Mannschaft, die seit der 30. Minute mit 1:0 führt durch das Kopfballtor von Virgil van Dijk. Der Mann vom FC Liverpool, er ist sein zweiter Länderspieltreffer, aber das ist eine echte Kante. 1,93 groß, 92 Kilo schwer, also ein Kraftpaket. Er stand richtig und die Deutschen haben richtig schlecht verteidigt. Gutes Stellungsspiel jetzt von Boateng, aber dann prallt ihm der Ball ein bisschen vom Fuß, sodass die Niederlande wiederkommen über die rechte Seite mit Dumfries im Strafraum. Flanke kommt rein! Fast das nächste Tor! Babel steht da, aber Ginter grätscht den Ball weg. Fast das 2:0 für Holland. Boah, da wissen sie am Ende gar nicht, wie sie ihn verteidigt haben. Er ist gerade noch dran in letzter Sekunde. Fast ein bisschen glücklich für die deutsche Mannschaft in dieser Situation. Besser kannst du das gar nicht lösen, ohne das eigene Tor in Gefahr zu bringen, wie das Ginter eben gemacht hat. Nach diesem sehr schönen Ball in die Tiefe der Holländer von der rechten Seite, die jetzt zur nächsten Standardaktion bereit sind. Eckball diesmal von der linken Seite und wieder ist es Depay. Kommt wieder hoch hinein, direkt auf das Tor. Und so ein bisschen bemängelt Neuer da, dass er da weggedrängt wurde. Und deswegen kriegt er jetzt auch den Ball von Cenic Çükür, dem türkischen Unparteiischen. Und dann heraus auf die linke Seite zu Hector, wo jetzt mal langsam mit ein bisschen Tempo nach vorn gespielt werden sollte. Heftige Armbewegungen des Bundestrainers in diesem Fall unterstützen die Bemühungen der deutschen Mannschaft, die mit Kimmich den Ball noch in der eigenen Hälfte haben, der jetzt attackiert wird von Depay, den Ball verloren hat. Gibt aber immerhin Freistoß fast direkt an der Mittellinie für die deutsche Mannschaft. Sehr zum Unwillen. Der dann insgesamt 47.000 vermutlich, wenn es 1.800 Deutsche sind, die überraschenderweise hier ihre deutsche Mannschaft auch gar nicht unterstützen. Ich bin gespannt, wie lange der Kredit hält für das deutsche Team, wenn man dann erstmal wieder zu Hause auftritt nach diesem Spiel. Sollte es bei dem Spielstand bleiben. Es gab ja vorher einige hoffnungsvolle Aktionen. Aber was aus der Innenverteidigung, wie eben von Hummels herauskommt, macht uns wenig Hoffnung, Michael. Da sind mehr und mehr schlechte Bälle. Und von der einzigen Klasse beider, 2014, Boateng für mich überragend im Finale, absolut, sind sie ein ganzes Stück entfernt. Aber 2014 ist leider eben auch schon ein Stückchen her. 4 Jahre her, ne? Und Jerome Boateng hat seitdem maximal 19 Spiele pro Saison gemacht, hat viel mit Verletzungen zu kämpfen. Er ist ja mit 30 jetzt auch noch nicht so alt, aber er ist körperlich halt nicht mehr in der Verfassung von 2014. Das Spiel wird immer härter, immer umkämpfter. Kimmich und Kroos sind oft involviert. Depay sehr, sehr aggressiv, sehr engagiert, hat einen Freistoß für seine Mannschaft rausgeholt. Und jetzt ist es De Roon, der den Ball auf De Jong passt ins Zentrum, ins Mittelfeldzentrum. Aber De Jong spielt den Ball erstmal zurück zu De Ligt, den Innenverteidiger, zurück in die eigene Hälfte. Und jetzt ist der Kapitän und Torschütze van Dijk, der wird da bedrängt von Uth. Und deswegen der Rückpass in den eigenen Strafraum zu Toyota Jasper Cillessen, der ganz in grün spielt. Grüne Hose, grüne Stutzen und ein grünes Toyota-Trikot. Bei Manuel Neuer ist es dann die Farbe Blau, die da dominiert. Ballbesitz Deutschland, weil Cillessen den Ball weit und hoch nach vorne geschlagen hat, aber der landete bei Kimmich. Kimmich zu Hummels, Hummels weit nach vorne, wo aber De Ligt einen Schritt nach vorne macht und gar nicht erst dafür sorgt, dass Müller in die Nähe des Balles kommt. Hat den Ball nach vorne geköpft und jetzt haben sie mit Dumfries Platz auf der rechten Seite. Der Rechtsverteidiger in der Hälfte der deutschen Mannschaft will den Ball ins Zentrum spielen, aber Kimmich arbeitet gut mit nach hinten, ist da komplett am Boden und grätscht dazwischen, sodass er die deutsche Mannschaft wieder in Ballbesitz bringt. Uth hat den Ball in der Niederländer
holländischen Hälfte auf die linke Seite gepasst zu Müller. Werner bietet sich an. Werner läuft in den Raum. Müller ist am Strafraum, dann die Flanke. Aber Van Dijk köpft den Ball raus, denn in seinem Rücken stand Marc Uth. Den hatte Müller mit seiner Flanke gesucht, aber gut verteidigt von Virgil van Dijk. Aber die Deutschen mit Emre Can im zentralen Mittelfeld erneut im Ballbesitz. Und jetzt ist es Boateng, der das Spiel ein bisschen beruhigt. Und ein Fehlpass von ihm. Ja, und auch Müllers Aktion vorher. Er zieht sich jetzt herüber auf die linke Seite, wo überhaupt was geht, sodass auf rechts bei Deutschland sozusagen alles verweist. Die Niederlande kommt, den Ball kunstvoll zurückgelegt. Schussversuch und dann mit einem Aufsetzer ganz knapp vorbeigerauscht das Ganze am deutschen Tor. Gute Aktion noch einmal für die Niederländer mit diesem Distanzschuss, der aus großer Distanz abgezogen war von Wijnaldum und noch einmal auftrumpfte neben dem deutschen Tor. Mittlerweile muss man sagen, nachdem wir so nach der Mitte der ersten Halbzeit konstatieren durften, dass die deutsche Mannschaft ein kleines Übergewicht an Chancen hatte, hat die Niederlande nicht nur wegen des einen Tores, was sie jetzt auf dem Konto haben, hier auch die besseren Offensivaktionen, spielt einfach sicherer und macht den besseren Eindruck hier in der Johan Cruyff Arena. Und attackiert die deutschen Abwehrspieler jetzt auch früh, weil sie merken, die sind anfällig, die machen viele Fehler. Absolut, Neuaufbau über Kimmich. Mal gucken, ob diesmal die rechte Seite mit einbezogen wird. Emre Can treibt aber schon wieder auf die linke Seite herüber mit großen, weiten Schritten. Dann der Pass aber mit zu viel Tempo. Aber Müller könnte noch drankommen. Müller, Schuss! Knapp daneben. Es sah aus wie Tor, aber war aus. Aber es ist aber auch eine verfluchte Serie bei Thomas Müller. Wir müssen nicht über seine Qualitäten reden. Auch bei dem sind sie in der Vergangenheit angesiedelt. Zweimal war er Topscorer, Torschützenkönig bei der Weltmeisterschaft. Aber mittlerweile ist er jetzt in den letzten 6 Länderspielen ohne Torbeteiligung geblieben. Also das ist eine lange, lange Serie. Letztes Tor im März beim 1:1 gegen die Spanier, Michael. Also das ist nichts, was eigentlich seine Aufstellung wirklich rechtfertigen würde. Aber es gibt ein Urvertrauen des Bundestrainers, aber nach dem Auftritt über rechts, und er ist der Mann auf der rechten Seite, Uth spielt zentral, Werner spielt links, muss man wirklich überlegen, ob es da nicht eine Alternative im deutschen Team gibt. Es kommt zu wenig von dem Mann, dem wir so viele große Momente zu verdanken haben. Ich bin gespannt, ob dann Leroy Sané kommen wird beispielsweise. Der ist ja wieder integriert worden in die deutsche Mannschaft, wurde ja vor der WM aussortiert, der ja in der Premier League bei Manchester City immer seine überragenden Fähigkeiten zeigt. Aber die konnte er in der deutschen Mannschaft maximal andeuten. Noch kein überzeugendes Spiel von ihm. Und Julian Brandt von Bayer Leverkusen, der einzig gute Deutsche bei der WM, wie ich finde, auch der hat eine Chance, eingewechselt zu werden. Jetzt ist der Ball bei Uth. Der ist 18 Meter vor dem Tor, hat Probleme, die Kugel anzunehmen. Und dann wartet er zu lange und dann kommt aus dem Rücken Dumfries, der Rechtsverteidiger. Dann foult Uth den Mann von der PSV Eindhoven. Und dann gibt es Freistoß für die Niederlande. Da hat er zu lange gefackelt. Da hätte er schneller schalten müssen und hätte den direkten Weg zum Tor suchen müssen. Und dann führt Cillessen da den Abstoß aus, oder den Freistoß in dem Fall, und trifft Uth von hinten. Der war schon auf dem Weg wieder zurück aus dem Strafraum und wird einfach mal umgeschossen von Jasper Cillessen. Geht zu Boden, war natürlich komplett überrascht. Da knallt der Ball gegen seinen Rücken, aber sofort geht Cillessen zu Uth und entschuldigt sich beim Stürmer der deutschen Nationalmannschaft. Das war sicherlich keine Absicht, aber ich bleibe dabei. Marc Uth macht das gut, aber eben nicht gut genug heute. Ansonsten stünde es ja nicht 1:0 für die Niederlande, sondern vielleicht 1:1. Aber mittlerweile muss man sagen, geht das Ergebnis aufgrund der letzten 15 Minuten in Ordnung. Die ersten 20 haben der deutschen Mannschaft gehört, aber seitdem spielt hier das Oranje-Team immer besser. Und wie ist die Reaktion des Bundestrainers jetzt nach gleich 40 Minuten? Nachdem die gelben Nummernschilder hier immer durch die weißen Reihen rauschen, nämlich die Niederländer. Er hat 2 zum Wahrmachen geschickt, Süle und Rudi. Also vielleicht auch ein Indiz dafür, dass er sich sagt, wir wollen erstmal hinten das Ganze stabilisieren. Can könnte rausgehen, Rudi war ja erwartet worden als Partner von Kroos. Und vielleicht sogar einen der beiden großen Heroen, nämlich Hummels oder Boateng, herauszunehmen in der Defensive. Ansonsten brauchen wir natürlich auch nach vorn einige Ideen. Und es gibt ja mit Brandt beispielsweise durchaus noch Leute, die mit hohem Tempo oder im 1 gegen 1 und Sané, da brauchen wir gar nicht drüber reden, der zu Recht wieder hier in dieser deutschen Nationalmannschaft aufgetaucht ist, dass die sozusagen dann auch die Offensivaktion verstärken können. Dumfries hat den Ball, 10 Meter hinter der Mittellinie, spielt ihn aber sehr ungenau auf Depay, sodass Hummels zurücklaufen kann und sich die Kugel holen kann. Suchender Blick findet Kimmich direkt 5 Meter neben sich, der den Ball dann immer mit einem kleinen Lauf nach vorn trägt, so auch in diesem Fall. In der Zeit kann sich natürlich die niederländische Mannschaft ein bisschen organisieren, wieder herüber zu Hector. Wir sind, das sagt Ihnen wahrscheinlich nichts Neues, aber wir sind wieder auf der linken Seite, sind wieder bei Werner, der mit dem Ball in die Mitte hinein, der aber abgeblockt wurde, sodass er bei Kroos gelandet ist, der viele seiner Länderspieltore, wollte ihn ermutigen, aus der Distanz geschossen hat. Jetzt hätte Boateng Platz, spielt den Ball diagonal in die Mitte hinein, Kopfballchance ist da von Uth, aber der war nicht richtig mit viel Druck auf das Tor von Cillessen. Aber immerhin,
Michael schreibt es trotzdem auf. Ja, und zwar zum dritten Mal taucht der Name Marc Uth auf meinem Chancenzettel auf. Das war keine hundertprozentige Chance, aber von ihm gehen eben viele Offensivaktionen aus. Und das ist ja das, was der deutschen Mannschaft fehlt. Nur 10 Tore in den vergangenen 11 Länderspielen. Wo ist sie hin, die Qualität in der Offensive? Jetzt kommt die Niederlande über die linke Seite mit Depay. Der ist schon bei der Eckfahne, läuft damit den Ball ins Tor aus. Nee, macht er nicht. Ginter geht dazwischen. Der Rechtsverteidiger der deutschen Mannschaft spielt zu Kimmich. Und Kimmich dann nach vorne zu Uth. Wo ist der denn? Der ist ganz weit hinten. Der macht hier unwahrscheinlich viele Meter. Übrigens auch wie Timo Werner auf der linken Seite. Also Werner und Uth sind für mich die besten Deutschen heute in dieser Anfangsphase. Jetzt war viel Platz auf der linken Seite für die Niederlande. Wijnaldum, dann die Schussmöglichkeit für Depay. Am Strafraum, aber der verzieht komplett. Schießt 6 Meter rechts am Tor vorbei und dann stützt er die Hände auf den Knien ab, weil er aussieht, Mist, da hätte mehr draus entstehen können, aber er sehr engagiert. Memphis Depay, der Mann, der bei Olympique Lyon in der vergangenen Saison in der französischen Liga 19 Tore geschossen hat und aktuell auch nur bei einem Treffer steht, aber er einer der auffälligsten Akteure in Orange. Jetzt haben wir noch 3 Minuten offiziell zu spielen im ersten Durchgang. Nach wie vor 1-0 für die Niederlande gegen Deutschland. Ja, und 50.000, fast 50.000 in der Arena und das ist eine eigenartige Atmosphäre, so als ob die kleinen Nachbarn hier von unserem großen deutschen Land gar nicht glauben, was sie da sehen und sich nicht trauen mit zu jubeln. Also es ist fast Stille im Stadion. So als ob man denkt, also gegen den Weltmeister von 2014, ist das überhaupt erlaubt? Jawohl, es ist erlaubt. Es ist 3 Minuten vor der Halbzeit offiziell und so steht es auch auf der großen Anzeigetafel. Eine Führung zu verzeichnen, liebe Holländer. Es steht 1-0 van Dijk, Virgil van Dijk mit einem Kopfballtor nach miserabler Abwehr von einem Dreierpack mit Hector und in dem Fall auch mit Hummels. Und wieder sehen wir einen übermotivierten Joshua Kimmich, der da seinen Teamkollegen verteidigen will, nämlich Emre Can, und so ein bisschen dazwischenblockt bei Ryan Babel, der in einem Ringergriff sich versucht hatte. Die Ringer-WM ist erst im Oktober, habe ich heute Werbung für gesehen. Aber so richtig gut war der Griff, glaube ich nicht. Der hätte nicht viele Punkte gebracht. Es gibt immerhin Freistoß für die deutsche Mannschaft. Blick nochmal zur Uhr. 2 Minuten noch. Die Niederlande führen und die Deutschen haben eine Standardsituation. Freistoß, Toni Kroos macht es mit dem rechten Fuß, Ball kommt als Flanke an die Strafraummarkierung, wird sofort rausgeköpft, aber landet wieder bei Toni Kroos und der verlagert das Spielgeschehen auf die rechte Seite, wo momentan Hector ist, der hatte sich auch als Freistoßschütze angeboten, den kennen wir ja eigentlich von der linken Seite, aber jetzt geht endlich mal was über rechts, weil auch Timo Werner auf der rechten Seite auftaucht, zieht mit dem Ball am Fuß nach innen und dann... Ja, was war das denn? War das ein Pass oder ist ihm der Ball vom Fuß gesprungen? Er wollte ihn in den Strafraum spielen, aber der Ball geht weit an Marc Uth vorbei und Jan landet bei Jasper Cillessen beim Torhüter der Niederlande und er rollt den Ball auf die rechte Seite an die Strafraummarkierung zu Matthijs de Ligt. De Ligt wird leicht attackiert von Werner und spielt den Ball zurück zu Cillessen. Jetzt macht Werner das gut. Werner und Uth stellen die Räume zu zwischen de Ligt und Cillessen. Deswegen muss der Abwehrspieler den Ball weit nach vorne spielen. Kommt aber nicht über die Mittellinie, weil da hat sich Jerome Boateng aufgebaut und geparkt. Aber jetzt Ballverlust Deutschland. Konter für das Oranje-Team mit viel Tempo über die rechte Seite. Jorginho Wijnaldum vom FC Liverpool auf die rechte Seite gespielt zu Depay. Der lässt schön dann Kimmich aussteigen. Technisch sehr, sehr sehenswert, was er macht. De Jong im zentralen Mittelfeld wieder auf die rechte Seite gepasst zu Dumfries. Flanke kommt rein. Kopfball Depay. 1,76 groß, kein geborener Kopfballspieler. Ball geht dann auch ungefähr 3 Meter am linken Pfosten des deutschen Tores vorbei. Aber da brandete mal wieder Applaus auf hier in der Johann Cruyff Arena. Ein tolles Stadion, das hat ein verschließbares Dach, eine sehr anspruchsvolle Stahl- und Glaskonstruktion. Und unter dem Stadion ist ein Parkhaus und eine Straße. Und irgendwie habe ich den Eindruck, dass hier rund um das Stadion herum eine riesengroße Einkaufslandschaft entstanden ist. Also wer hier ins Stadion geht, dem mangelt an nichts. Der kann alles kaufen, alles bekommen und manchmal sieht er auch ein gutes Fußballspiel. Das hier war erstmal die erste Halbzeit. Gut war das Fußballspiel nicht, schon gar nicht aus deutscher Sicht, denn der Halbzeitstand, der gefällt dem Bundestrainer gar nicht. Die Niederlande führen gegen Deutschland zur Pause mit 1-0. Die Ausgangslage war eindeutig. Es gab viel zu gewinnen für die deutsche Mannschaft, aber auch viel zu verlieren. Und nach dieser ersten Halbzeit neigt sich der Zeiger eher ins Negative. Wir haben ein Tor gesehen von Virgil van Dijk, dem Abwehrchef und Kapitän der holländischen Mannschaft, nach einer Aktion, wo es ein multiples Organversagen gab in der Defensive. Gleich mehrere sprangen da vorbei. Hummels, Hector und auch der deutsche Kapitän und auch Neuer. Beim Versuch von Babels Kopfball und dann gab es aus der Nahdistanz im zweiten Nachsetzen für
van Dijk keine Probleme. Beide Mannschaften sind schon wieder auf dem Platz. Die Niederlande unverändert wird den Anstoß ausführen zur zweiten Halbzeit. Wir hoffen mal, dass die deutsche Mannschaft zumindest so beginnt wie in der ersten. Haben die erste Hälfte noch ganz ordentlich gespielt und dann haben sie sich, wir müssen auf die Stoppuhr drücken, dann haben sie sich das Ganze aus der Hand nehmen lassen und mit zunehmender Sicherheit bei den Niederländern kamen dann auch die Chancen und insgesamt muss man jetzt sagen, geht das 1-0 trotz dreier klarer Chancen für das DFB-Team jetzt auch in Ordnung. Ja, und bei den Deutschen hat Marc Uth ein gutes Debüt gezeigt, hatte drei Abschlüsse, die waren alle nicht ganz so gefährlich, dass man sie als hundertprozentige Torchancen bewerten müsste. Die besten Chancen hatten Timo Werner und zweimal Thomas Müller, aber es gab auch viele fahrige Aktionen von Joshua Kimmich in der Anfangsphase, von Matthias Ginter, von den beiden Bayern im Abwehrzentrum, Mats Hummels und Jerome Boateng. Also das ist eine sehr, sehr fahrige deutsche Mannschaft und von Neuaufbau noch nicht so viel zu erkennen. Auch nicht in der Anfangsphase dieser zweiten Halbzeit, denn bisher nur Oranje am Ball. So auch jetzt mit dem Mann mit der Nummer 6, Martin De Roon im zentralen Mittelfeld. Jetzt der Ball auf der rechten Seite bei Wijnaldum, der zurück zu De Roon. Und die Niederlande jetzt mit Virgil van Dijk in der eigenen Hälfte. Der Mann, der die Haare zurückgegelt hat. Und dann ist da ein kleiner Pferdeschwanz zu sehen. Er hat ja dieses Kopfballtor erzielt. Das war die Führung, der Führungstreffer nach einer halben Stunde. So steht es hier immer noch. Und aufgrund der zweiten Hälfte in der ersten Halbzeit geht das Ergebnis für die Gastgeber auch in Ordnung. Jens Hürk hat es gesagt, die ersten 20 Minuten gehörten der DFB-Elf. Aber dann war Holland stärker und führt immer noch mit 1-0. Und nachdem der Bundestrainer, der unverändert keinen Stuhl braucht und da an der Ecke seiner Coaching-Zone steht mit seinem schwarzen Rollkragenpullover, am Ende der ersten Halbzeit mit Süle und Rudi zwei eher defensiv rausgeschickt hat, sind die Signale doch jetzt andere. Jetzt sind Draxler und Sané draußen und die Gelegenheit für die Deutschen mit Kimmich, der den Ball herüberspielt zu Müller, der in die Mitte hinein, abgeprallt das Ganze und jetzt die Schusschance vielleicht drüben von der rechten Seite mit Werner, der viele gute Aktionen hat, manchmal eben auch ein bisschen hektisch ist. Einmal, als er sehr schön von Müller eingesetzt wurde in der ersten Halbzeit, muss das eigentlich auch ein Tor sein. Das wäre vielleicht der einzige Vorwurf an die Leipziger, dass manchmal er dann doch ein bisschen überpäst. Jetzt ist er wieder da, der Mann mit der Hochgeschwindigkeit. Ball in die Mitte, Chance für Müller, aber auch in dieser Aktion sind die Niederländer dazwischen, können nochmal klären und haben den Ball mit Cillessen, mit ihrem Schlussmann jetzt sicher in den eigenen Reihen. Martin De Roon von Bergamo war dazwischen gewesen, Ballbesitz wieder für die Niederlande. Da drüben De Ligt, der Kapitän von Ajax, mit vielen Unsicherheiten, da wäre eigentlich was möglich gewesen auf dieser linken Seite, aber sie haben zu wenig draus gemacht, auch weil zu wenig strategisch klarer Aufbau im deutschen Team erfolgt. Da will ich mal einen mitnennen, der eigentlich als unersetzlich galt und der vom Bundestrainer für diese Position des Sechsers auserkoren wurde. Aber Kimmich macht für mich auch kein großes Spiel, ist kein Stratege im klassischen Sinne. Er läuft viel, er hat viele hektische Aktionen und jetzt ist er gefragt, da hinten zu stopfen. Die Aktion Babel herüber zu Depay nochmal, aber diesmal schlecht in die Zentrale, sodass Babel nochmal dazulaufen kann und herüber spielt zu Daley Blind, der in die Mitte hinein geblockt das Ganze von Boateng und dann geht's wieder nach vorne, aber das wieder mit einem Fehlpass. Jerome Boateng war der Mann mit dem Ballverlust, hatte Rein Babel da nicht unter Kontrolle, den Ball noch weniger und deswegen gab es ja diesen Ballbesitz für die Niederlande. Boateng, wo ist seine Topform hin? Schuss aus der Distanz, Neuer ist dran mit einer Hand, aber der Ball wird auch vorbeigegangen, am rechten Pfosten vorbeigegangen, da muss er doch gar nicht ran. Manuel Neuer und jetzt gibt es Eckstoß für die Niederlande. Auch er war ein bisschen unsicher bei der Torentstehung, machte so einen halben Schritt raus, als der hohe Ball reinkam in den 5-Meter-Raum, dann wieder zurück, war sie nicht sicher. Soll ich da ran, soll ich den Ball wegfausten und da bleibe ich lieber auf der Linie? Das war nichts Halbes und nichts Ganzes und jetzt gibt es durch Memphis Depay den Eckstoß von der rechten Seite hier in der Johan Cruyff Arena. Ball kommt halb hoch herein, aber da schießt ihn einer nach vorne. Das ist Thomas Müller, der da im einen Strafraum ausgeholfen hat, aber Blind, der Linksverteidiger der Niederlande, ist da am Ball und spielt den Ball zu Frenkie de Jong. Das größte Talent im niederländischen Fußball, macht sein drittes Länderspiel heute, einer von Ajax, seit der U15-Nationalspieler, seinen Weg ins A-Team hier, ins Oranje-Team, in die Mannschaft von Bondscoach Ronald Koeman, der war eigentlich vorgezeichnet. Jetzt gibt es aus der deutschen Hälfte von der linken Seite einen Einwurf für die DFB-Elf, aber zurückgeworfen von Hector auf Hummels. Der steht da jetzt zwischen Seitenauslinie und Strafraummarkierung und spielt den Pass zu Kimmich. Kimmich reibt sich auf, auch in Zweikämpfen, ist sehr engagiert, aber ja, er verschwendet seine Energie auch so ein bisschen. Hier eine Schubserei, da eine Schubserei. Er ist auch viel am Lamentieren mit dem Schiedsrichter. Auch das ein Indiz dafür, dass er mit seiner aktuellen Form hier und vor allen Dingen mit der Leistung der ganzen Mannschaft nicht zufrieden ist. Jetzt haben wir schon wieder 5 Minuten rum im zweiten Durchgang. Wir gucken auf den Ball. Depay am Strafraum, aber verzettelt sich so ein bisschen.
Ja, und das Tempo fehlt. Chance für die Niederlande. Quergespielt von Babel. Rausch durch den 16er hindurch der deutschen Mannschaft. Und dann Neuaufbau vielleicht mit Kimmich. Der wird attackiert in diesem Fall. Kann den Ball nicht behaupten. Geht weiter nach einem Foul mit Ballbesitz für das deutsche Team. 25 Meter vor dem eigenen Tor. Und dann heruntergenommen von Hummels heraus auf die linke Seite zu Hector. Wir haben das angesprochen. Linksverkehr ist ein großes Thema von Ginter. Hinten aus der eigenen Defensive. Die Offensivaktionen werden ja über die Außenverteidiger aufgebaut. Kommt nach vorn zu wenig. Seine größte Tat war diese Verhinderung einer Torchance, als Babel lauerte und er aus schier unmöglicher Situation den Ball noch vor Babel ins Tor ausbrachte. Das war richtig stark gemacht. Ansonsten nach vorn viel zu wenig im Verbund mit Müller. Wird auf dieser Seite wenig in Erinnerung bleiben bislang von dieser Partie. Vielleicht jetzt Müller und Ginter. Na bitte, da sind wir doch auf der rechten Seite. Ginter, der Mann von Borussia Mönchengladbach, der eigentlich eine gute Saison spielt, jetzt aber schlecht angespielt wird von Emre Can und den Ball vielleicht noch kriegt. Er kriegt ihn auch noch, bringt ihn in die Mitte hinein. Aber da ist eine leichte Beute für die Innenverteidigung. Und dann geht es über Blind wieder nach vorn, zumindest ein Stück nach vorn bei der niederländischen Mannschaft, die in Orange und Weiß jetzt in der eigenen Hälfte drin steht und sieht, wie Kroos Anlauf nimmt. Den Ball herüber verteilt. Wieder zu Ginter. Neue Chance. Flanke von der halbrechten Position von Ginter. Babel köpft den Ball mit seinen rot gefärbten Haaren weg. Und jetzt Konter für die Niederlande. Depay, Mann, ist der schnell. Will dafür sorgen, dass der Ball nicht die Seitenauslinie überquert, sondern im Spielfeld bleibt. Kommt aber nicht heran. Er einer der auffälligsten Spieler. Memphis Depay, der Mann von Olympique Lyon. Aber es gibt Einwurf für Deutschland in der eigenen Hälfte. Kimmich und Kroos, die beiden aus dem defensiven Mittelfeld, sind die ersten Anspielstationen. Kimmich gerade eben wieder mit einem Ballkontakt. Aber jetzt sind es Boateng und Hummels, die beiden Innenverteidiger, die, so scheint es, die Krise vom FC Bayern in das DFB-Team exportiert haben. Viele Unsicherheiten auch vor dem Gegentor. Wir haben es angesprochen nach einer halben Stunde, als Van Dijk bedankt sagte und den Ball reinköpfte. Van Dijk klärt jetzt auch vor Uth, und zwar 20 Meter vor dem eigenen Strafraum, aber eine Lücke auf der linken Seite. Hector im Strafraum, Flanke kommt rein, De Ligt. De Ligt ist derjenige, der den Ball jetzt ins Tor ausschießt und somit verhindert, dass beispielsweise Werner da im 5-Meter-Raum der Niederlande zum Abschluss kommt. Stattdessen Eckstoß für die Deutschen. Die führt wie immer bisher in dieser Partie auch Toni Kroos aus. Mal von rechts, diesmal von links. Das Ganze in der 53. Minute. Bringt den Ball mit dem rechten Fuß in den Strafraum. Kopfball von Hummels. Gar nicht so schlecht. Aber 3 Meter vor der Torlinie klärt Rein Babel. Eigentlich ein Offensiver, aber der hat jetzt seine stärksten Aktionen als Abwehrspieler im eigenen Strafraum. Ja, und war ein bisschen überrascht, dass er den Ball da retten konnte. Starke Aktion, richtig super gemacht in diesem Fall von Bergwijn. Dann der Ball herüber auf die linke Seite. Sollte er kommen zu De Jong, aber Sie hören es am vielstimmigen Oh und Ah. Er kam nicht an. Er blieb liegen. Und deswegen sind die Niederlande jetzt, nachdem sie den Ball erobert haben und zum wiederholten Male handlungsschneller sind als die Deutschen. Also für mich ein ganz großes Thema. Tempo. Tempo macht hier oft den Unterschied in vielen Aktionen. Die Niederländer wirken frischer, sind speziell nach dem Führungstor in der 30. Minute jetzt auch gedanklich das Team, das häufig mehr Aktionen nach vorne bringt. Vielleicht kann Werner sie Lügen strafen, nimmt Anlauf und rennt dann mit dem Licht sozusagen ins Tor aus und bringt den Ball selber ins Aus. Das ist nach wie vor das kleine Manko, dass der Mann aus Leipzig sich manchmal mit seiner Geschwindigkeit regelrecht überschlägt. Und bald wird er Unterstützung bekommen mit Draxler, glaube ich, und Sané. Bahnt sich, Michael, ein Doppelwechsel an. Und das heißt, und das kann ja eigentlich auch nur die einzige Alternative sein nach dem Spielstand von 0-1 aus deutscher Sicht seit der 30. Minute. Es tut sich was im Offensivbereich. Ganz genau. Die beiden haben ihre Aufwärmleibchen ausgezogen, stehen jetzt in der Coachingzone. Leroy Sané ganz dicht bei Joachim Löw, der tätschelt dessen rechte Schulter, gibt ihm noch ein paar Anweisungen mit. Julian Draxler nimmt noch einen Schluck aus der Trinkflasche und auch Marco Sorg, der Co-Trainer des Bundestrainers, zeigt jetzt Sané nochmal an der Taktiktafel. Draxler bekommt noch einen Klaps von Serge Gnabry, der sich gemeinsam mit Niklas Süle da jetzt auch neben der Bande, also außerhalb des Spielfeldes, warm macht. Also gleich Doppelwechsel. Sané und Draxler werden kommen. Wir müssen die nächste Spielunterbrechung abwarten. Jetzt bricht erstmal die 55. Minute an. Und seit der 30. führt die Niederlande gegen Deutschland mit 1-0. Ballbesitz Deutschland mit Müller und Kroos in der gegnerischen Hälfte. Aber wenig Raumgewinn, wenig Aktion nach vorne. Tempo, Jens Jörg hat es angesprochen, ein ganz entscheidender Faktor. Jetzt kann Can den Ball nicht sauber annehmen. Stattdessen Ballbesitz in Niederlande. Depay mit großen Schritten auf dem Weg in den deutschen Strafraum. Aber was macht er? Will Hummels tunneln, dann blockt Hummels den Ball ab, Depay kommt nochmal ran und jetzt die Flanke von ihm, Boateng köpft den Ball 5 Meter vor dem deutschen Tor weg.
zu Frenkie de Jong und er kann jetzt den nächsten Anlauf nehmen über die linke Seite, rausgepasst auf Blind, auf den Linksverteidiger, der bereits dann auf Höhe des Strafraums und eine ganz schlechte Flanke von ihm, flach in den deutschen 16er, vor die Füße von Mats Hummels, aber auch die Deutschen können den Ball nicht festmachen, wieder Ballbesitz Oranje, diesmal ist der Torschütze und Kapitän am Ball, Virgil van Dijk. Ja, aber Ausdruck des Selbstbewusstseins war diese Aktion von Depay, bei der er sich fast verletzt hätte, jetzt aber Babel, Schuss! Geblockt das Ganze. Also ich bleibe dabei. Mit dem Treffer in der 30. Minute ist das Selbstbewusstsein der Niederlande gewachsen, jener Mannschaft, die zuletzt ja beide große Turniere verpasst hat, sowohl die Weltmeisterschaften als auch die Europameisterschaften. Aber die Erfolge und der Umbruch kommen nicht von ungefähr. Wenn man die letzten 11 Länderspiele sieht, da haben sie nur zweimal verloren. Einmal gegen England, einmal dieses 1:2 hier in der Nations League gegen die Franzosen. Das sind zwei Gegner, die durchaus höherkarätig sind und deswegen kommt das nicht von nirgendwo, diese Führung der niederländischen Mannschaft. Jetzt hat Kimmich jemand sucht, den er anspielen könnte. Und drüben auf der linken Seite jemand findet, dessen Ball hinein in die Mitte. Aber am Ende auch leichte Beute für Cillessen, der wieder auf Depay geworfen, der immer stärker wird. Und jetzt drüben gleich auf der rechten Außenbahn Wijnaldum einsetzen könnte. Aber der war ein bisschen schlecht gespielt, sodass er weit rauslaufen muss. Und die Niederlande bewegt sich diesmal ganz entspannt hinein in die Hälfte des deutschen Teams. Immer noch keine Einwechslung. Immer noch sind die 7 und die 19 da unten. Aber die Tafeln werden schon vorbereitet, aber der Ball, wenn er nicht im Seitenhaus ist, wird für beide noch eine längere Unterbrechung in Sachen Einsatz bedeuten. Frenkie de Jong hält den Ball jetzt im zentralen Mittelfeld. Auf der rechten Seite ist der Ball jetzt in der deutschen Hälfte. Da liefern sich Wijnaldum und Hector war es, einen Zweikampf. Hector geht zu Boden und es gibt Freistoß für die deutsche Mannschaft. Jetzt der Doppelwechsel. Wir gucken mal, wen er runternimmt. Der Bundestrainer Thomas Müller muss weichen für Leroy Sané. Müller hatte zwei Chancen im ersten Durchgang, aber es läuft für ihn nicht bei der deutschen Nationalmannschaft und er beeilt sich jetzt, um das Spielfeld rechtzeitig zu verlassen. Also Leroy Sané jetzt auf der rechten Angriffsseite für Thomas Müller. Und dann geht auch die 11 hoch. Das ist die Rückennummer von Emre Can. Auch der muss jetzt in der 57. Minute das Spielfeld verlassen. Julian Draxler kommt für Emre Can. Draxler bei Paris Saint-Germain ja auch kein Stammspieler. Hat 7-mal gespielt in der französischen Liga, wurde 5-mal eingewechselt, kam in 2 Champions League-Partien zum Einsatz, wurde beide Male eingewechselt. So ist es halt, wenn man gemeinsam mit Stars wie Mbappé und Neymar in einer Mannschaft spielt. Da ist man oft nur Reserve. Und auch jetzt bei Jogi Löw hat Draxler ja seinen Stammplatz verloren. Er war ja Stammspieler zuletzt bei der WM und auch bei der EM 2016 beim Confed Cup. Hatte als Kapitän ganz tolles Turnier geliefert. Jetzt ist er am Ball, zieht in den Strafraum und spielt zu Sané auf die linke Seite. Flanke Hector, Draxler, Abschluss, schießt drüber! Draxler schießt aus 13 Metern drüber, noch keine halbe Minute auf dem Platz, sein erster Abschluss, also er hat offenbar sich ein bisschen was vorgenommen für diese Partie, aber Offensivaktionen, ja, die fehlen dem deutschen Spiel, die müssen her, damit aus diesem 0:1 ein 1:1 oder vielleicht sogar noch mehr wird. Die deutsche Mannschaft jetzt die letzte halbe Stunde, gute halbe Stunde natürlich, damit ein bisschen offensiver. Can hat ja vor allen Dingen auch Frenkie de Jong auf den Füßen gestanden und hat den Spielmacher von Ajax und der niederländischen Nationalmannschaft so ein bisschen herausgenommen. Draxler orientiert sich weiter nach vorn, wartet so auf der Position der 8 hinter den Spitzen und Can sieht da drüben jetzt seinen neuen Kollegen Sané in der Mitte, der auf Wut. Zweite gute Aktion von Leroy Sané mit der verrückten Frisur, so ein bisschen wie mit der Trompete geföhnt, sieht natürlich auffällig aus und er ist nicht nur wegen dieser Frisur, auch wegen seines Tempos einer der auffälligsten. Auch in der englischen Liga war er in der letzten Saison bester Nachwuchsspieler bei Meister bei Manchester City. Wieder ein Standard, wieder eine Ecke, aber wann bringen sie endlich mal was ein? Jetzt vielleicht schlecht hereingeschlagen, leichte Beute für die Niederländer, die per Kopfball das Ganze sofort wieder herausbefördern durch Dumfries. Deswegen Einwurf für die Deutschen mit allen Feldspielern außer Neuer in der Hälfte vor dem Tor von Cillessen. Herübergespielt wieder auf Sané und dessen Ball sollte zurück zu Hector. Aber Sie hören es, er kam nicht bei Hector an, sondern ging unter etwas Gelächter unserer Nachbarn hier ins Seitenhaus. Leroy Sané werden wir mal ganz besonders beobachten in den knapp 30 Minuten, die er hier hat, heute hier in Amsterdam. Er musste sich ja von Toni Kroos auch vor der WM viel Kritik anhören. Die Einstellung, die Körpersprache hätten da nicht gestimmt. Das war der Vorwurf von Toni Kroos und er war ja auch in Berlin. Da hat sich die deutsche Mannschaft ja auf diesem Länderspiel-Doppelpack hier in Amsterdam und am Dienstag in Paris gegen Frankreich vorbereitet auf der Pressekonferenz. Es ist ja nicht seine Lieblingsbeschäftigung, sich vor Journalisten zu äußern, aber
Er meinte auch, er hätte die Zeichen der Zeit erkannt und ist irgendwie auch ein anderer Mensch, so hatte man den Eindruck, ist jetzt seit kurzem Vater und weiß, dass er mehr zeigen muss in der Nationalmannschaft. Jetzt zeigt erstmal die Niederlande was mit Depay. Der hat auf der rechten Seite zwei Deutsche gegen sich und verliert den Ball. Die Deutschen machen Tempo mit Hector. Der ist an der Mittellinie, muss erstmal einen abschütteln und zwar Bergwijn dreht sich einmal um die eigene Achse und bezieht Julian Draxler mit ein. Draxler hat den Ball jetzt im zentralen Mittelfeld am rechten Fuß, weiß nicht, wo er hinspielen soll, vielleicht Ginter mal anspielen. Nee, macht er nicht. Er läuft noch ein paar Meter und wird dann bedrängt von Wijnaldum und so verlieren die Deutschen den Ball, aber Jonas Hector war derjenige, der den Ball im Anstoßkreis hergeschenkt hatte und der verliert nicht nur den Ball, der hat auch einen niederländischen Spieler gefoult, deswegen gibt es Freistoß für das Oranje-Team, wie gesagt, im Anstoßkreis noch in der eigenen Hälfte Freistoß ausgeführt und die spielen den Ball erstmal zurück zu Virgil van Dijk. Jetzt ist genau eine Stunde rum, noch immer 1:0 für Oranje gegen Deutschland. Ja, und kleine Ungenauigkeiten dazu, dieses Tickchen an Tempo, was fehlt, das macht dann den Unterschied zu den Niederländern, die mittlerweile auch über viele Aktionen hier den besseren Fußball spielen, einfach ansehnlicher mit Depay allen voran. Jetzt aber Werner im Dribbling. Gegen viele, gegen drei, hat er keine Chance, bleibt hängen. Mit Frenkie de Jong geht der Ball in die Zentrale und dann herüber auf die rechte Seite, wo Dumfries wartet und da nochmal zurückspielen wird. Jetzt, genau so ist es, zu Mann Martin de Roon, dann wieder zum Kapitän, zu Virgil van Dijk. Das ist der Torschütze, der einzige Torschütze in der 30. Minute, auf den man die ganze Sache vorbereitet hat, nämlich Babel nach dieser Ecke von Depay. Wieder verteilt. Was sage ich? Die Niederlande spielen den besseren Fußball. Schusschance, Ball aber jetzt schlecht gespielt in diesem Fall auf Jorginho, Wijnaldum und deswegen sind die Deutschen dazwischen, können aus der eigenen Hälfte heraus starten. Was fällt ihnen ein? Nicht bitte wieder das Spiel verlangsamen, nicht bitte wieder Breitbandfußball, nein, genau so wie jetzt von Kroos in die Spitze zu Draxler, dann zu Sané, so muss es gehen und mit Sané jetzt in den 16er hinein, vorbei links, Schussversuch, na immerhin, Schussversuch von Sané, gibt die nächste Ecke, aber die Bilanz, mittlerweile haben wir viele, viele Ecken gesehen, Michael, aber die Bilanz ist verheerend, muss man sagen. Und sie sind teilweise auch wirklich schlecht geschlagen und damit leichte Beute für die niederländische Hintermannschaft. Aber Toni Kroos darf sich immer wieder versuchen, auch jetzt, ich weiß nicht, es ist gefühlt die 10. Ecke für die Deutschen in dieser Partie. Spielt den Ball dann an die Strafraumkante zu Hector, Hector zurück zu Kroos, Hector jetzt auf der halblinken Position ins Zentrum zu Joshua Kimmich. Alle 10 deutschen Feldspieler in der gegnerischen Hälfte. Langer Ball nach vorne von Kimmich, aber zu weit für Werner. Der war da in Rechtsaußenposition im gegnerischen Strafraum, versucht noch irgendwie mit einem langen Bein, mit dem rechten Fuß an den Ball zu kommen. Aber das war ein schlechter Pass von Kimmich. Jetzt ein taktisches Foul von Kimmich an Depay, nicht geahndet vom türkischen Schiedsrichter. Deswegen Ballbesitz Deutschland. Aber die Niederlande lassen den Deutschen auch wenig Räume. Sané, der braucht Tempo, hat den Ball auf der linken Seite, spielt zu Draxler. Draxler spielt den Ball in den Sturm, aber da ist keiner. Marc Uth war da, ja, aber nicht da, wo der Ball hinkommt. Muss erstmal ein paar Meter, 3-4 Meter in Richtung Ball machen. Aber die Niederlande klären nicht gut, sodass die Deutschen in Person von Hector und Mats Hummels wieder im Ballbesitz kommen. 63. Minute läuft, es ist ruhig in Amsterdam, es steht 1:0 für die Niederlande und die Deutschen haben jetzt sehr viel Ballbesitz, aber das war ja auch bei der WM so, nutzloser Ballbesitz, Flanken ins Nichts, wenig los, wenig Tore, wenig Punkte, 3 bei der WM, letztlich ein Debakel, das aus und jetzt Hector, fast an der Eckfahne, deutet in Flanke an, nee, traut sich nicht, die Flanke kommt jetzt in dem Fall auf den Kopf von Ginter, aber der wird von Babel bedrängt, der köpft den Ball dann ins Tor aus. Es gibt wieder mal eine Ecke für Deutschland und wieder mal ein Fall für Toni Kroos. Aber diesmal von der anderen Seite und in der Tat, die deutsche Mannschaft hat ein bisschen den Fuß aufs Gaspedal gelegt. Es mehren sich die Szenen, vor allen Dingen dank der 1 gegen 1 Dribblings beispielsweise von Sané. 2-3 Schritte vom Ball entfernt, jetzt kommt gleich Hektik in den 16er hinein. Ball wird von Virgil van Dijk aber sofort herausgeköpft, direkt auf den Kopf des Abwehrchefs und Kapitän der Niederländer. Die Deutschen weiter mit Ballbesitz von Hector, der sich in die zentrale Position hat fallen lassen. Sané mit Schussversuch, geblockt das Ganze und dann von De Ligt herausgespielt auf die rechte Seite, sehr leicht gelöst von den Niederländern. Langer Ball soll kommen zu Depay, wird aber von den beiden deutschen Innenverteidigern, von Boateng in diesem Fall und vom hinzugehaltenen Linksverteidiger Hector Lock abgefangen, sodass die Deutschen mit dem Ball am Fuß mit Werner wieder hineintreiben. Er schüttelt jetzt auch so ein bisschen die Arme und sagt, wo soll ich denn jetzt hinspielen? Also nach hinten war die schlechteste Möglichkeit für einen Neuaufbau. Wieder ist das Tempo draußen, Widerstand, Fußball, Uth angespielt, den wir in der zweiten Halbzeit jetzt weniger gesehen haben.
als in den ersten 45 Minuten, wo er oft auch als Balldieb unterwegs war und die Niederländer in ihren Positionen gestört hat. Draxler mit dem Versuch, der Kapitän der Konföderationsmannschaft, dass sie den Titel holten und so viel Hoffnung da war im deutschen Land. Jetzt sehr schöner Ball von Kimmich auf Sané. Schuss! Nein, 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 nein! Was für eine Chance! Leroy Sané! Es wäre sein erstes Tor gewesen. Es wäre. Eine Torvorbereitung steht, glaube ich, zu Buche, Michael. Ein Tor hat er noch nicht geschossen, aber viel mehr und bessere Chancen wird er nicht kriegen. Der Ball hoppelt flach rechts am Tor von Jasper Cillessen vorbei. Endlich mal ein guter Pass in die Lücke. Perfektes Timing, im richtigen Moment gestartet. Leroy Sané, der Mann für die gewissen Momente, aber eben noch nicht der Mann für den einen Erfolgsmoment in der deutschen Nationalmannschaft. Beste Chance der DFB-Elf im zweiten Durchgang. Das war die 65. Minute. Das hätte das 1:1, das hätte der Ausgleich der deutschen Elf durch Leroy Sané sein müssen. So bleibt es beim 1:0 für die Niederlande. Und so ein bisschen erinnert mich das Spiel an die WM-Spiele gegen Mexiko oder gegen Südkorea. Auch da hat der Gegner die Deutschen machen lassen, hat auf Konter gewartet. Einziger Vorteil heute, die deutsche Mannschaft hat nicht so große Lücken zwischen den einzelnen Mannschaftsteilen, zwischen Abwehr und Mittelfeld, also zwischen Defensive und Offensive. Das haben sie besser in den Griff bekommen. Die Balance stimmt, aber die Ideen, die fehlen. Eben war diese gute Idee. Ich habe es irgendwie noch gar nicht ganz verkraftet. Die Riesenchance für Leroy Sané. Also das hätte wirklich der Ausgleich sein müssen. Jetzt Chance von Draxler. Nee, Chance nicht. Schuss von Draxler. 25 Meter. Müssen wir nicht weiter erwähnen, Ball fliegt 8 Meter übers Tor und irgendeiner in Orange hinter dem Tor von Jasper Cillessen, irgendein Fan hat den Ball aufgefangen und kann ihn jetzt als Andenken sich in die Vitrine stellen, zu Hause ins Wohnzimmer. Ja, der ging eher in Richtung Nordsee als in Richtung Tor, also weit drüber geschlagen von Draxler. Auch ein Thema, weil ich das Tempo angesprochen habe, ist diese Verschleuderung von Chancen. Der Weltmeister von 2014 hat irgendwie verlernt, die Tore zu schießen. In diesem Spiel gab es 3 sehr gute Chancen in der ersten Halbzeit. Eine gerade geschildert, in der zweiten langer Diagonalball herüber auf die stärkere linke Seite, wo wir mit Hector neu aufbauen, dann zurückgespielt, aber noch einmal dazwischen geheilt von den Niederländern und deswegen die Aktion unterbunden, bevor da Toni Kroos zur Stelle sein kann. Es gibt aber Einwurf für das deutsche Team. Blick immer wieder zur Uhr, 67. Minute, noch immer liegt Deutschland zurück, ein Unentschieden zum Auftakt. Im Moment wäre es eine Niederlage, man würde ins Hintertreffen geraten, aber jetzt nochmal die Gelegenheit, vielleicht da drüben in die Spitze hineinzuspielen. Virgil van Dijk in letzter Sekunde, damit sehr guten Timing bei vielen Aktionen. Nicht umsonst ist er sofort nach der Hereinnahme in die Nationalmannschaft von Koeman auch gleich zum Kapitän dieser niederländischen Nationalmannschaft gemacht worden. Und die deutsche Mannschaft wird übrigens nochmal offensiv auswechseln. Brandt macht sich bereit, soweit ich das gesehen habe. Ja, und auch 2 Wechsel bei den Niederlanden. Quincy Promes kommt und dann auch noch Arnold Dayuma Grünefeld, der Mann vom FC Brügge. Auch er ein Debütant, der 3. Neuling im Kader und der 3., der hier heute Abend zum Einsatz kommt. Jetzt geht's da wirklich ein bisschen wuselig zu am Spiel für Drans. Wir müssen mal gucken, für wen Julian Brandt kommt. Der kommt noch gar nicht. Der Mann, der das Trikot von Mesut Özil, die Rücknummer 10 in der Nationalmannschaft geerbt hat, nimmt noch mal einen Schluck aus der Trinkflasche, geht jetzt da zur Seitenaußenlinie. Und jetzt werden wir gleich sehen, welche Zahl da hochgeht. Es ist die 23, es ist die Rücknummer von Marc Uth. Das war sein Debüt in der Nationalmannschaft, das hat 68 Minuten gedauert. Eine gute erste Halbzeit, 3 Abschlüsse hatte er. Das waren keine ganz gefährlichen, aber immerhin gefährliche Aktionen. Hat auch sehr, sehr gut und sehr, sehr fleißig nach hinten gearbeitet. Also auch defensiv sehr stark, aber im zweiten Durchgang von ihm nicht viel zu sehen. Seine Nominierung wurde ja kritisiert, weil er nach seinem Wechsel von Hoffenheim nach Schalke noch gar kein Tor für S04 erzielt hat, der 0-Tore-Stürmer. Aber das war ein ordentliches Debüt, aber mit einer deutlich stärkeren ersten Halbzeit. Die zweite war dann auch nicht so erwähnenswert. Also, Ball jetzt im Seitenaus. Wir gucken auf die Uhr. 69 Minuten fast rum. Nach wie vor 1:0 für die Niederlande. Ja, Brandt sortiert sich da drüben auf der rechten Seite ein. Vorne ist jetzt Werner in der Spitze. Draxler so ein bisschen dahinter. Und dann haben wir links logischerweise Leroy Sané. Das ist die Veränderung mit den 3 Neuen, die wir haben. 3-mal offensiv gewechselt. Draxler, Brandt und Sané in der deutschen Mannschaft. Jetzt in dieser zweiten Halbzeit. Spielstand, wenn Sie gerade eingeschaltet haben, ja, es ist leider so. 0:1 aus Sicht der DFB-Elf nach diesem kleinen Pflänzchen, nach dem 0:0 und dem 2:1 gegen Peru.
liegt man jetzt wieder hinten und die Kapelle beginnt dann zu spielen. Hier für die Niederländer, die ein seltsames Publikum über weite Strecken sind, trotz der Tatsache, dass ihre Mannschaft führt, nicht so richtig in Stimmung kommen. Aber sobald die Blechblasinstrumente da sind, wird gesungen, wird geschunkelt. Das kennen Sie wahrscheinlich von den Eisschnelllaufrennen. Achtung, Ball von Kimmich als Chip hinein und dann Volleyabnahme. Das war mal eine schöne Aktion von Draxler. Weitaus dichter am Tor dran als sein erster, sehr optimistischer Versuch. Ja, er will sich anbieten, er macht was, er sucht den Abschluss, er weiß, dass er seinen Stammplatz bei der deutschen Nationalmannschaft verloren hat. Da geht es ihm im DFB-Team so wie bei PSG, bei Paris Saint-Germain, wo er ja in dieser Star-Auswahl von Trainer Thomas Tuchel spielt. Holland, Sprechchöre jetzt hier in der Johan Cruyff Arena. Alle gucken auf Jasper Cillessen, der hat den Ball nicht weit nach vorne ins Feld geschlagen, sondern ihn kurz zu De Jong gespielt, zu Frenkie De Jong. Es gibt ja noch einen Luc De Jong. Der war mal Stürmer bei Borussia Mönchengladbach, sitzt auf der Bank und kann nicht mehr eingewechselt werden, weil Ronald Koeman schon dreimal gewechselt hat. Das ist ja hier ein Pflichtspiel. Nations League, kein Freundschaftsspiel. Jetzt Tempo auf der linken Seite. Das ist Danjuma, der ist im Strafraum. Danjuma auf dem Weg in den 5-Meter-Raum, aber Boateng stellt sich ihm in den Weg und auch Kimmich war da und es bietet sich Brand am eigenen 16 an, aber dann spielt er den Ball gefährlich wieder vor den Strafraum, wo Kroos in Gedrängnis gebracht wird, aber er wird eben auch gefoult von Martin de Roon. Und deswegen gibt es vor dem eigenen Strafraum einen Freistoß für die deutsche Mannschaft, der jetzt nur noch 20 Minuten bleiben, um hier den Ausgleich zu erzielen. Die größte Chance im zweiten Durchgang hat Leroy Sané vergeben, der sich da jetzt auf der linken Seite kurz hinter der Mittellinie wieder anbietet, den Ball von Hector zugespielt bekam, aber dann wieder Hector mit in den Spielaufbau einbezogen hat. Hector zu Hummels. Aber auch das ist kein Tempo. Draxler bietet sich an. Kein Raumgewinn, ganz im Gegenteil. Der muss aufpassen, dass ihm da nicht drei orangefarbene Spieler den Ball abluchsen. Aber er hat das in dieser Szene ganz gut gelöst. Es kommt nicht von ungefähr. Deutschland hat nur 3 der letzten 11 Länderspiele gewonnen. 3x2:1. Saudi-Arabien, Schweden und eben das Spiel gegen Peru. Mit Sané ist auf jeden Fall Leben hineingekommen. Im 1-gegen-1 immer wieder stark. Und jetzt ist Cillessen gefragt, der den Ball aber nicht festmachen kann. Aber das Ganze war schon weggepfiffen worden wegen Angriffs auf den Torwart. Und deswegen Ballbesitz in diesem Fall für die Niederlande mit ihrem ganzen grün gekleideten Keeper, der sich die Kugel jetzt zurechtlädt. Blick zur Uhr. Das ist die 72. Minute. Sané auf links. Ein Lichtblick in jedem Fall hier in dieser zweiten Halbzeit. Ganz vorn warten jetzt Draxler und da drüben Werner Brandt, so ein bisschen versetzt auf der rechten Seite auf die Ausführung dieses ruhenden Balles, der weit in die deutsche Hälfte hineingeschlagen wird. Da drüben, wo Ginter hinten rechts verteidigt, aber auch an den Niederländern vorbeisegelt. Grunewald war da zur Stelle gewesen, der hier drüben links die Position übernommen hat. Depay weiterhin zentral. Achtung, Einwurf könnte kommen. Aus unserer Sicht könnte er jetzt längst kommen. Dauert alles sehr, sehr lange, bis er sich entschieden hat, wohin damit. Kommt bitte nicht ins Spielfeld werfen, denn es wäre ganz gut, wenn wir den Ball im Rasenrechteck hätten. So ist die Chance größer, dass die deutsche Mannschaft wenigstens hier noch nach dem 0:0 zum Auftakt zu einem 1:1 kommt. Es gab ja 4 wirklich herausragende Gelegenheiten, aber auch da haben sie wieder leichtfertig ihre Chancen vergeben. Langer Ball von Virgil van Dijk, Neuer ist da. In letzter Sekunde kann den Ball ablaufen und deswegen Neuaufbau fürs DFB-Team über Boateng. Und der passt den Ball zu Kimmich. Kimmich zurück zu Boateng, der jetzt in der eigenen Hälfte zu Hummels. Hummels nähert sich jetzt so ganz langsam der Mittellinie. Und jetzt kommt der Pass über die Mittellinie zu Toni Kroos auf der halblinke Position. Draxler bietet sich an, bekommt den Ball von Kroos mit der Hacke zugespielt, hat Raum auf der linken Seite, marschiert Richtung Strafraum, spielt dann Sané an. Aber der verliert den Ball, weil er gut verteidigt wird von Frenkie de Jong. Aber er setzt auch die Hände mit ein und das gibt einen Freistoß. Das hat Schiedsrichter Şenyet Şakir aus der Türkei so entschieden. Und das ist eine gute Freistoßposition jetzt hier in der 73. Minute. Halblinke Position, ich würde mal sagen, ja, 23 Meter Torentfernung. Draxler steht da, Kroos steht da. Der hat ja bei Standardsituationen das Erstzugriffsrecht bei der deutschen Mannschaft. Tritt alle Ecken und auch die meisten Freistöße. Aber so richtig gefährlich war das noch nicht, was der Mann von Real Madrid hier gezeigt hat. Vielleicht jetzt, 73. Minute. Da kommen dann rhythmische Klatschgeräusche. Kroos direkt am Tor vorbei. Cillessen taucht ab in die rechte untere Ecke. Wäre auch da gewesen, wenn der Freistoß von Kroos aufs Tor gekommen wäre. Aber Cillessen muss eben nur abtauchen und nicht einschreiten, denn er sah, dass der Ball dann doch gut 1,5 Meter am Pfosten seines Tores vorbeigegangen ist. Also auch die Standards verpuffen. Die Deutschen
Ja, sie haben sich den Umbruch vorgenommen, aber so ein richtiger Umbruch ist das ja auch nicht. Sané war zwar nicht dabei bei der WM, aber wir sehen viele Spieler, die auch im Sommer in Russland enttäuscht haben. Und das ist wahrscheinlich ein Thema, mit dem sich Joachim Löw auch auseinandersetzen muss. Er wurde ja kritisiert unter der Woche von seinem Ex-Kapitän von Michael Ballack. Der war der Meinung, normalerweise hätte Löw den Weg für einen Neuaufbau freimachen müssen. Ich finde, man kann ihn noch gar nicht so richtig bewerten, weil es ja nach der WM erste zwei Spiele gab. Ein ordentliches gegen Frankreich 0-0, ein nicht so gutes, aber immerhin ein erfolgreiches 2-1 gegen Peru, Freundschaftsspiel in Sinsheim. Aber jetzt eben diese Partie, und das ist ja offiziell ein Pflichtspiel, Nations League, ein offizieller UEFA-Wettbewerb. Und wenn ich das jetzt, was wir gesehen haben, 15 Minuten gibt es übrigens noch zu sehen, es läuft die 75. Das ist erstmal so als Zwischenfazit mit Einbauer, muss ich sagen. Nein, gut ist das nicht, was die deutsche Mannschaft zeigt. Das ist noch sehr, sehr viel WM-Depression, die in diesem Team steckt. Und es ist leider keine Weiterentwicklung erkennbar. Absolut. Letzte Viertelstunde beginnt genau jetzt hier im Südosten von Amsterdam in der Johan Cruyff Arena mit Breitbandfußball der deutschen Mannschaft. Rüber von Kroos zu Boateng, dann von Boateng wieder zu Kroos. Keine Gefahr für das Tor der Niederlande. Jetzt vielleicht einmal in die Spitze gespielt, wieder zu Kimmich, der mir auf dieser Sechserposition, habe ich das schon gesagt, nicht gefällt. Es ist zu wenig da, was an Strategen ausmacht, dass er das Spiel wirklich lenkt und leitet, trotz des hohen Aufwandes, den er ohne Zweifel betreibt. Das will ich ihm überhaupt nicht absprechen. Der Mann, der bei der Europameisterschaft gegen die Niederlande damals in diese deutsche Mannschaft als Rechtsverteidiger hineingekommen ist und mit einer großen Selbstverständlichkeit dann immer wieder Stammspieler war. Brandt, der versucht ihn anzuspielen, muss aber prallen lassen. Dann wieder Kroos, eine Mauer hat sich gebildet vor dem Tor der Niederlande. Wieder zu Sané, der hat mit seinen Haken immer wieder für Gefahr gesorgt, aber dieser Ball ist schlecht gespielt. Und deswegen können sie jetzt kontern im eigenen Stadion mit Depay gegen Hector. So heißt das Laufduell. Depay ist vorbei, auch vorbei an Boateng. Und es wird lauter, immer noch Depay, Schussversuch, Neuer! Na bitte, aber auf der anderen Seite waren es zwei ausgewachsene Verteidiger gegen einen Angreifer. Also kann man auch weniger Werf sehen aus Sicht der Deutschen, sondern müsste sagen, das müsste eigentlich schon vorher klären, bevor es überhaupt zum Abschluss kommt. Ich finde, diese Szene hat auch gut gezeigt, wie so die Entwicklung von Jerome Boateng in den letzten Jahren ist. Früher hätte er die Geschwindigkeit gehabt, das Timing gehabt, um Depay vom Ball zu trennen. Und jetzt wird er vernascht und ermöglicht Depay diese Chance, aber Neuer hat gehalten. Auf der anderen Seite Draxler jetzt rechts außen am Strafraum der Niederlande, aber in dem Fall geht der Ball ins Seitenaus, auch gut verteidigt da von Grönefeld, der den Ball nämlich gut abschirmt. Und jetzt gibt es, ich hatte mich vorhin vertan, jetzt gibt es den letzten Wechsel der Niederlande. Nathan Ake kommt, der beim Überraschungsteam der Premier League spielt in Bournemouth. Es ist ein Linksverteidiger. Und er kommt vielleicht sinnvollerweise auch für einen Linksverteidiger. Ist das so? Nein, er kommt für Frenkie de Jong. Der hat hier ein Heimspiel, das Top-Talent, das bei Ajax Amsterdam spielt und es jetzt überhaupt nicht eilig hat, hier in der 77. Spielminute den Rasen zu verlassen. Applaudiert sich und den Fans und klatscht jetzt mit Nathan Ake ab, der Mann, der lange Rasterlocken hat, jetzt den Rasen betritt und sein 8. Länderspiel macht. Er spielt seit seinem 16. Lebensjahr in England, hat auch schon beim FC Chelsea gespielt und wechselte dann eins für 23 Millionen Euro. Das ist ja schon fast ein Sparpreis in der Premier League nach Bournemouth. Also Ake jetzt zum ersten Mal am Ball, nicht mit dem Fuß, sondern mit den Händen, denn er führt da am eigenen Strafraum auf der linken Seite einen Einwurf für die Niederlande aus. Ginter köpft den Ball nach vorne zu Werner, auch dessen erste Halbzeit war stärker als die zweite. Dann geht Draxler zu Boden, gefoult von De Roon. Das sieht der Schiedsrichter so, deswegen gibt es jetzt Freistoß für die deutsche Mannschaft von der halbrechten Seite. Ja, Ake im Übrigen, wenn man, Achtung, wir schauen uns erstmal diesen Ball an, der von Virgil van Dijk sofort wieder herausgeköpft wird, dann nochmal in den 16er kommt, Schusschance für Brand, das Ganze aber abgefälscht und Dumfries ist dazwischen. Gedanke schnell aufgenommen. Ake sieht so ein bisschen aus, speziell wenn man eine der vielen holländischen Bierspezialitäten hier genossen hat, wie die meisten der Holländer bei diesem Länderspiel, wie Ruud van Gullit. Also das ist so ein Reloaded-Typ da drüben auf dieser linken Seite, jetzt im Rückwärtsgang bei einem Versuch der Deutschen, der über Kroos zu Draxler nach vorn getragen wird. Aber wieder das Querspiel. Wann kommt der Ball in die Spitze? Wann kommt das 1 gegen 1? Dribbling. Sané tritt an, wird aber nicht angespielt. Deswegen noch einmal herüber zu Hector und dann zu Hummels. Jetzt der Ball zentral auf Sané. Das sind diese Bälle in die Tiefe, die kommen müssen. Sané versucht sich vorbeizuschieben an seinem Gegenspieler Licht.
kommt auch vorbei, ist der Ball im Seitenhaus gewesen. Ich glaube ja, in dem Fall gibt es Ecke, aber das ist für uns im Moment bei diesem Spiel noch kein Grund, die Stimme zu heben, Michael. Nee, Ecke aber jetzt schnell ausgeführt, Toni Kroos auf Hector, der wieder zu Kroos, jetzt kommt die Flanke und Van Dijk köpft den Ball raus und es gibt eine Konterchance, 2 gegen 2, Kimmich und Boateng arbeiten bei den Deutschen nach hinten, vorne läuft sich die Pai frei, jetzt sind es sogar 4 gegen 4, aber das Zuspiel war ungenau, da muss Wijnaldum erstmal ein paar Meter nach hinten machen und jetzt hat die deutsche Abwehr wieder die Reihen geschlossen. Also diesen Konter haben die Deutschen nicht gut unterbunden, weil sie jetzt so schnell hinten waren, sondern weil die Niederlande die Pässe unsauber gespielt haben und deswegen gab es da keine gefährliche Aktion, keine weitere gefährliche Aktion für Manuel Neuer. Das war ja eben bei der Chance von Depay noch anders. Aber jetzt muss Hummels aufpassen. Er ist vor Dumfries am Ball und sorgt auch dafür, dass der Ball im Spiel bleibt, sorgt dafür, dass er nicht ins Tor ausgeht, sondern macht das technisch wirklich geschickt und hält sich Dumfries auch vom Leib. Kein Eckstoß für die Niederlande, sondern Deutschland im Ballbesitz mit Kimmich in der eigenen Hälfte zu Kroos. Kroos über die Mittellinie drüber, verliert den Ball an De Roon, bleibt liegen, aber das Spiel läuft weiter. Pass auf Depay, der hat zwei Deutsche gegen sich. Dann kommt der weitere Pass, der nächste Pass. Wijnaldum aus 13 Metern will den Ball oben rechts in den Knick schlänzen, aber das macht er nicht gut. Er schießt den Ball kläglich rechts am Tor vorbei. Da hätte er mehr draus machen müssen. Jorginho Wijnaldum, der Mann, der schon über 100 Tore als Profi erzielt hat, spielt ja aktuell beim FC Liverpool im Team von Jürgen Klopp. Kein guter Abschluss. Ansonsten wäre das in der 80. Minute so etwas wie die Vorentscheidung gewesen. So bleibt noch 10 Minuten Hoffnung plus Nachspielzeit, dass die Deutschen doch noch zum Ausgleich kommen. Aber so richtig glaube ich nicht mehr dran, denn das Spiel der Deutschen gefällt mir nicht wirklich gut. Brandt ist angespielt im 16er, lässt sich aber raustreiben und dann spielt er beim Versuch, Sané zu erreichen, Dumfries in die Füße. Von dessen Bein prallt der Ball dann ins Tor aus. Es gibt also wieder eine Ecke für die deutsche Mannschaft. Im Übrigen, während der Ausführung dieser Ecke und auch zuvor schon, habe ich immer wieder Dehnungsübungen gesehen bei Boateng. Auch das ist ein ständiger Begleiter vieler Länderspiele geworden, dass man mit sorgevollem Blick zum Innenverteidiger der Bayern blickt. Achtung, Ball segelt hinein, wieder auf den Kopf von Virgil van Dijk, der mit sehr gutem Timing fast alle Kopfballduelle da im Strafraum der Niederlande gewinnt. Neuaufbau über die linke Seite misslingt, nachdem hier in diesem Fall Maarten de Roon auch der Ball verspringt. Und all jene Zweifler, die gesagt haben, ist das eine gute Idee mit Boateng und Hummels dann zum nächsten Turnier in 2 Jahren zu gehen, die werden heute wieder Nahrung bekommen haben. Da bin ich ziemlich sicher, weil, und wir haben dieses Thema Geschwindigkeit und km/h mehrfach strapaziert, es einfach irgendwie ein bisschen zu viel Zeit ist, die vergangen ist. Draxler mit sehr schöner Vorarbeit und dann der Chance und jetzt vielleicht der Gelegenheit von Ginter, der in den 16er kommt, aber keinen Strafstoß bekommt. Kroos nochmal mit dem Chip in die Spitze. Achtung, Abseitssituation! Abseitssituation von Werner. Ansonsten gut gesehen eigentlich dieser Angriff. Die Niederlande war ein bisschen unkonzentriert, weil sie dachte, was passiert jetzt aus diesem Ball mit Ginter im Strafraum. Aber ich glaube, das ist in Ordnung, wie das Ganze entschieden wurde von Chakir. Auch wenn der Mönchengladbacher jetzt unverändert da auf dem Rasen liegt. Ja, nach einem Zweikampf mit Grünefeld bleibt er liegen. Und auch Jérôme Boateng macht nicht den fittesten Eindruck. Also der ist in keinem körperlichen Zustand. Er läuft auch nicht mehr so richtig rund und macht, wenn das Spiel unterbrochen ist, Dehnübungen. Er hat ja seit der EM 2016 nur jedes dritte Länderspiel bestritten. Und ich habe es ja in der ersten Halbzeit auch mal gesagt, in den letzten 3 Saisons für Bayern München kam er auf maximal 19 Bundesligaspiele. Also ich glaube, der hat seine beste Phase gehabt. Und das war natürlich das Jahr 2014. Da hat er ein Weltklasse-Turnier gespielt. Für mich einer der Top-Leute im Weltmeisterteam von 2014. Aber er kann der Abwehr auch nicht mehr diese Sicherheit geben, weil er nicht die Geschwindigkeit hat. Dann fehlt das Timing. Darunter leidet die ganze Leistung. Wir gucken jetzt auf Matthias Ginter. Der kann noch nicht so richtig feste wieder auftreten. Wird jetzt von den Mannschaftsärzten, 2 sind es erstmal, Richtung Spielfeldrand begleitet. Wird da weiter behandelt werden müssen. Muss er so oder so erstmal das Spielfeld verlassen und sich dann wieder neu anmelden. Aber ich denke mal, es geht beim Gladbacher weiter, der als Rechtsverteidiger natürlich eher ein Verteidiger ist und kein Mann für die Offensivaktion. Das ist dann auf der linken Seite ein bisschen anders. Da kommt von Jonas Hector mehr. Deswegen läuft das Spiel der Deutschen auch sehr viel öfter über die linke Seite als eben über die rechte Seite. Jetzt läuft es durch die Mitte. Da ist nämlich Sané im Anstoßkreis. Aber der spielt auch erstmal zurück Richtung Mittellinie zu Kimmich. Kimmich will nicht Boateng anspielen. Der ist noch in der eigenen Hälfte. Jetzt sieht er, dass da vorne keine Optionen sind. Deswegen doch der Pass zurück in die eigene Hälfte zu Boateng. Boateng zu Kroos. Kroos wieder zu Boateng, der im Anstoßkreis. Da ist auch Hummels. Hummels bekommt den Ball. Trabt jetzt mit dem Ball am Fuß über die Mittellinie. Jetzt muss mal so ein Chipball kommen, um mal 1, 2 Reihen, die sich da vor den
niederländischen Strafraum aufgebaut haben zum Spielen, aber die Deutschen halten den Ball flach mit Hector und mit Kroos und jetzt mit Kimmich. Das ganze 30, 35 Meter im zentralen Mittelfeld vom gegnerischen Tor entfernt. Brandt hat den Ball auf der halbrechten Seite. Ginter ist wieder dabei, will den Ball dann hoch hereinspielen, aber da ist Van Dijk, der ist 1,92, der sagt doch einfach nur Dank, Jovel, köpft den Ball raus, damit hat er gar keine Probleme, aber es gibt immerhin Einwurf für Deutschland. 7 Minuten noch. Deutschland liegt zurück 0-1 und Boateng, eigentlich eine der führenden Autoritäten auf seiner Position, in seiner Disziplin, hier mit dem Ball herüber zu Hummels. Die Deutschen mit Ballbesitz häufig jetzt in dieser zweiten Halbzeit, aber dann mit dem Fehler im eigenen Versuch nach vorn zu kommen über Sané und Werner da drüben auf der linken Seite. Deswegen gibt es jetzt, nachdem sie sich an die Hand gespielt haben, glaube ich, genauso ist es gewesen bei Hummels, Freistoß für die Niederlande, Gelegenheit für Cillessen, den Ball nach vorn zu bringen und Gelegenheit für das 17-Millionen-Volk zu zeigen, dass sie in ihrer größten Arena auch eine wunderbare Laola hinbekommen. Ganz in Orange. Monochrome Welle rauscht hier durch die Johann Cruyff Arena. Der Ball ist in den Reihen der Niederländer, die ihn sehr schön behaupten, herübergespielt haben. Jetzt auf die linke Seite zu Acke, einem der 3 Neuen in der Mannschaft von Koeman, der mittlerweile auch aufgestanden ist. Und Groenefeld ist eingesetzt. Wir sind ganz auf der linken Seite gelandet. Brandt ist zurückgelaufen, dann wieder gespielt in die Zentrale. Chip nach vorne im Versuch, Wijnaldum mitzunehmen. Verspringt ihn aber der Ball, sodass jetzt die Deutschen kommen können. Mit einem weiten Schlag von Boateng nach vorn. Draxler gewinnt das Kopfballduell nicht. Immerhin aber Ginter. Dann sind die Niederländer da mit Groenefeld. Drüben auf der linken Seite. Ballbesitz für die Niederlande. Wer interessiert sich dafür? Kimmich vielleicht. Geht jetzt hin. 2 Deutsche gegen ihn. Er bringt den Ball trotzdem vorbei. Die Welle rauscht weiter durch die Arena. Blick zur Uhr. Noch 6 Minuten und immer noch 0-1. Und jetzt ist es Van Dijk, der Kapitän, der aber auch schon in der deutschen Hälfte ist, den Ball dann zu De Roon spielt. De Roon spielt den Ball weiter nach vorne zu Groenefeld und der zurück zu De Ligt, der im zweiten Durchgang deutlich stärker geworden ist. Hat ein paar Wackler drin, der 19-jährige Abwehrspieler von Ajax Amsterdam in der ersten Halbzeit, aber sehr gut in der zweiten Halbzeit. 16 Jahre ist es her, der letzte Sieg der Niederlande gegen eine deutsche Mannschaft, damals in Gelsenkirchen. 3-1. Kluivert, Hasselbank, Van Nistelrooy, das war eine ganz andere Generation, die Torschützen. Freddy Bobic, der heutige Sportvorstand von Eintracht Frankfurt, traf für die DFB-Elf. Und jetzt, 16 Jahre später, wahrscheinlich der nächste Sieg. Die Chance für die Niederlande, aber Fahne oben, Groenefeld wäre durchgestartet. Der Einwechselspieler hatte sich schon wahrscheinlich gedanklich für eine Ecke entschieden, wäre frei auf Manuel Neuer zugelaufen, aber zu Recht die Fahne des Schiedsrichterassistenten oben. Was macht Deutschland? Kommt mit Ginter und Brandt über die rechte Seite. Brandt schon auf Strafraumhöhe, legt sie den Ball zu weit vor. Da geht Acke dazwischen. Das war technisch nicht technisch nicht sauber von Brandt, aber Boateng hat jetzt sauber aufgepasst da am Anschlusspunkt. Bringt mit der Grätsche die Deutschen Ballbesitz. Aber jetzt sind sie hinten offen. Es gibt die Konterchance in der Mitte. Depay, der bekommt den Ball. Depay, die Chance zum 2-0. Tor! Das ist das 2-0 durch Depay. Toller Konter. Und es wird die Johann Cruyff Arena wieder zur Großraumdisco, zur größten Großraumdisco in Amsterdam. Deutschland geht K.O. Deutschland wird zum 5. Mal in diesem Jahr ein Länderspiel verlieren. Das ist Negativrekord. Das gab es erst 2 Mal in der ruhmreichen Geschichte der deutschen Fußballnationalmannschaft. Einmal 1985 und einmal 1956. Und auch das ein Indiz dafür, wie schlecht es um die deutsche Fußballnationalmannschaft steht. Sie wird dieses Spiel verlieren und sie wird dieses Spiel absolut verdient verlieren. Der Weltmeister von 2014 ist entzaubert. Auch in dieser Aktion hinten Boateng natürlich auf verlorenem Posten zwischen den beiden Angreifern in Orange und am Ende auch ein bisschen unglücklich von Neuer, der sich noch breit macht und versucht, das Tor zu verhindern. Aber das 2-0 eiskalt herausgespielt von der Mannschaft, die hier frischer wirkt. Der Weltmeister, so muss man es sagen, ist definitiv in die Tage gekommen. Und die Idee von Joachim Löw mit dieser Weltmeisterachse, den Neuanfang zu versuchen, den Umbruch zu starten, ist misslungen. Absolut. Da ist personell schon mal gar kein Umbruch zu erkennen. Es gab mit Marc Uth einen Debütanten, der ist nicht mehr auf dem Feld. Der hat eine gute erste Halbzeit gezeigt, der Stürmer von Schalke 04. Aber Stürmer, das ist so eine aussterbende Spezies im deutschen Fußball. Da gibt's nicht mehr viele. Mario Gomez hat seine Karriere beendet. Sandro Wagner ist von sich aus zurückgetreten. Jetzt vielleicht Draxler, Schuss aus 16 Metern mit links, aber dann auch rechts am Tor vorbei. Keine Gefahr für Jasper Cillessen.
Wen gibt's noch? Nils Petersen, der ist ja schon dabei im Kreis der Nationalmannschaft, der Mann vom SC Freiburg. Aber der ist aktuell verletzt. Dann hätten wir noch Kevin Volland, den hat Joachim Löw mal ausprobiert. Der war schon ein paar Mal dabei, der Mann von Bayer Leverkusen. Von dem hält er auch mal nicht so viel. Niklas Füllkrug von Hannover 96, einer, der in der vergangenen Saison auch zweistellig getroffen hat. Aber von dem hält Löw offenbar nicht so viel oder nicht viel genug. Und dann eben Uth. Ja, aber der ist nicht mehr auf dem Platz. Und der hat im ersten Durchgang eben auch 3 Abschlüsse gehabt, aber keinen in ein Tor untergebracht. Die Deutschen nochmal mit Draxler in der Vorwärtsbewegung. Es läuft die vorletzte Minute, die 89. Draxler passt den Ball in den Strafraum. Werner bei De Ligt. Werner schießt. Cillessen hält. Jasper Cillessen hält, springt hoch und klatscht den Ball mit beiden Händen. Hat die Handflächen ausgebreitet über die Latte. Und es gibt nochmal eine Ecke für Deutschland. Aber auch das ist ja ein Problem. Nach Flanken und Ecken nichts los da vorne. Tote Hose. Da passiert gar nichts und jetzt wahrscheinlich ebenso wenig. Nach vorn werden die Chancen leichtfertig vergeben, hinten steht man nicht sicher. Achtung, jetzt Gelegenheit mit dieser Ecke, aber sofort ist Virgil van Dijk wieder da, der wirklich jedes Kopfballduell gewinnt, das kann nicht sein. Er hat sicherlich ein gutes Kopfballtiming, aber besser muss man das als Angreifer auch machen. Und dazwischen springt ein Hummels, galt mal als hervorragender Kopfballspieler und hat ja seine 5 Länderspieltore alle per Kopf erzielt, aber er kommt überhaupt nicht an die Kugel dran. Die Deutschen im Versuch, aber auch wieder mit zu wenig Tempo über Boateng herüber, hier zu Kimmich, der versucht zu überlaufen, die Niederlande ist dazwischen, könnte gleich wieder einen Konter geben. Genauso ist es, da drüben auf der rechten Seite wird wieder Anlauf genommen für die Mannschaft von Koeman mit Quincy Promes. In der Mitte ist schon wieder Depay herübergespielt. Achtung, viel Platz und Gelegenheit. Ein Mann mehr haben sie im Moment und da weiß er gar nicht, wird so ein bisschen von Chucky behindert, was er machen soll. Grunefeld im Strafraum mit dem Versuch. Knapp vorbei. Und es ist die nächste Gelegenheit für die Niederlande, die hier nach Toren von Virgil van Dijk aus der 30. und Memphis Depay aus der 87. mit 2:0 führt. Und auch das, weil ich sage, vorne ist nichts los, auch hinten ist ein Problem. Nur einmal, Michael, hat die deutsche Mannschaft in diesem Jahr 0:0 gespielt. Das war das 0:0 gegen die Franzosen. Genau, da war es wichtig, auf keinen Fall zu verlieren. Das war auch eine gute Leistung, finde ich. Aber da waren die Franzosen vielleicht auch nicht ganz so motiviert. 3 Minuten Nachspielzeit bekommen wir in dieser Sekunde angezeigt. Die Franzosen waren vielleicht auch ein bisschen nach dem WM-Triumph lethargisch, so würde ich das mal bezeichnen. Jetzt die nächste Konterchance. Boateng ist zu weit vorne. Depay läuft schon wieder alleine auf Neuer zu. Boateng begleitet ihn. Depay schießt. Latte! 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 Fast das 3:0. Der Ball ist noch gut. Depay kommt nochmal ran an den Ball. Da stehen sie mit Ginter und Hummels. Und jetzt ist Hummels dazwischen gegangen und Depay landet auf dem Boden, weil auch ihm langsam die Puste ausgeht. Jetzt sind das wieder die Lücken zwischen Offensive und Defensive, die wir von der WM kennen. Vom ersten Spiel gegen Mexiko, aber auch vom letzten gegen Südkorea. Da gab es ja das Aus in Kasan gegen Südkorea. Nach diesem 0:2 war ja das WM-Debakel perfekt. Und solche Lücken gibt es auch jetzt wieder. Die deutsche Mannschaft ist jetzt hier in den letzten Minuten der zweiten Hälfte konteranfällig. Sie muss natürlich alles nach vorne werfen, aber da kommt wenig bei raus. Werner nochmal auf der rechten Seite, auch er mit einer deutlich stärkeren ersten Halbzeit. Ballverlust von Kroos und da macht sich einer auf die Reise. Das ist in dem Fall Daley Blind. Der wird umgerangelt von Matthias Ginter. Taktisches Foul vom Gladbacher. Da bleibt die gelbe Karte stecken, kann man auch gelb zeigen, aber Şunyet Şakir macht das gut, leitet diese ansonsten sehr faire Partie sehr ordentlich und deswegen gibt es keine gelbe Karte für Ginter, sondern Freistoß für die Niederlande, die mit 2:0 führt. Und wir haben nur noch 1:30 auf der Uhr. Schwerer Rückschlag für die Mannschaft von Joachim Löw. Und die schlechte Nachricht ist, nach diesem 0:2 hier in Amsterdam wartet am Dienstag der Weltmeister. Gibt zweimal eine Pleite, wird auch die Position des Weltmeistertrainers wackeln. Da bin ich mir ziemlich sicher, nach dieser Vorstellung noch zumal. Da waren zu wenig Alternativen da, wo man sagen könnte, das macht uns wirklich Hoffnung für dieses große nächste Ziel. Und das ist die Europameisterschaft. Der hat ja gestern bei der Pressekonferenz auch übrigens ganz witzig zu hören, dann schon gar nicht mehr davon geredet, dass die Nations League wichtig ist. Aber jetzt gibt es die Chance zum 3:0. 3:0! 3:0! Und das ist ein schönes Tor von Jorginho. Wijnaldum! 3:0. Der Weltmeister von 2014 kommt hier in Holland unter die orangenen Räder, wird untergepflügt hier im Ajax-Stadion und gerade hinten auseinandergenommen. Als wäre es nichts. Die große Weltmeisterabwehr steht vor einem Rätsel und auch Neuer ist zum dritten Mal geschlagen. Was für eine Pleite für die DFB. Man könnte jetzt ein bisschen spöttisch sagen, die deutsche Mannschaft hat ihre WM-Form konserviert. Sie ist immer noch
in der großen Fußballdepression. Die Abwehr wird jetzt schwindelig gespielt, auseinandergenommen. Hummels und Boateng, die kommen da nicht mehr in die Zweikämpfe. Und die Holländer haben mit jeder Minute, die das Spiel länger dauert, noch mehr Lust und noch mehr Tempo und noch mehr Lust auf ein weiteres Treffer. Das war das 3:0. Ein viertes Tor wird es nicht mehr geben, denn gleich wird Schiedsrichter Chuck hier diese Partie beenden. Brandt führt nochmal den Anstoß aus und da ist der Ball nochmal bei Kroos und nochmal bei Hector. Und das war's! Oranje jubelt! Und Deutschland ist am Boden. Deutschland ist genau so schwach gewesen wie bei diesen enttäuschenden Auftritten bei der WM in Russland. Es geht nicht voran. Kein Stück, kein Meter, kein Zentimeter, kein Millimeter. Deutschland verliert dieses Spiel verdient mit 3:0 in Amsterdam gegen die Niederlande.